in Leipzig. Hier gibt es eine Friedensdemonstration gegen die Rammstein Airbase. Hier in Rammstein führen die, wird der Drohnenkrieg der Amerikaner gelenkt. Von hier aus gehen die ganzen Verbindungen der Drohnen zusammen, der Luftkrieg. Und ich glaube, es ist auch die größte Luftwaffenbase außerhalb der amerikanischen Staaten, der Amerikaner, die sich hier in Rammstein befindet. Genau, das wird heute das Motto Ami Go Home, wo sich dann eben auch diese Airbase zurück nach Amerika verziehen soll, wahrscheinlich. Ja, man sieht schon überall Reisebusse, Demonstranten hier im Städtchen. Parkplatzsuche ist wohl auch nicht so einfach. Hat sich schon gezankt mit den Anwohnern ein bisschen. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Dort beginnt dann wohl die Demonstration. Ja, sind sogar einigermaßen pünktlich. Obwohl wir noch 15 Minuten im Stau standen hier, Ortseingang vom Rammstein, hat sich einiges getümmelt, dass er nicht mehr weiterkam. Der Andrang heute, wo so groß ist, hier in die Stadt zu kommen. Ja, machen wir ab. Servus. Um 12 soll es erst losgehen. Ja, ich dachte, hier im Westen scheint die Sonne, aber es liegt schon mal kein Schnee. Ja, warm ist es aber auch nicht. Irgendwas um die 1-2 Grad. Ja, kein nicht mal Sonnenschein. Moin. Ja, Grüße. Ja, gestern Berlin. War auch eine große Nummer. Bis heute genauso viele auch hier nach Rammstein zieht. Ist natürlich fraglich. Es waren viele noch nie in Rammstein. Ich inbegriffen. Ich war auch noch nie hier. Rammstein. Ich kenne nur die Band. Ja, wenigstens kein Schnee und Regen, ja. Das war natürlich gestern noch die Krönung in Berlin. Hallöchen. Es ist da nicht nur kalt war, sondern auch den ganzen Tag geschneit hat, schneien mussten. Okay. Hoffentlich will niemand dann die Demo bombardieren für den Frieden. So nah an einer amerikanischen Luftwaffenstützpunkt ist. Gefährlich. Guter Tag, gutes Bild, klasse Empfang heute, ja. Wir sind ja auch nicht mehr in Berlin. Aber wart's mal ab, bis wir dann am Demonstrationspunkt sind. Ich denke, da werde ich heute auch nicht der Einzige sein, der darüber berichtet. Zeit haben wir denn noch? Ah, 5 Minuten. Oh oh. Gruß aus Rammstein. Ja, WLAN. Okay. Rammstein. Ah, Rammstein Airbase. Auch nur 2 Kilometer von hier entfernt. Da soll ja dann noch hingewandert werden. Nachdem der Kundgebungsteil vorbei ist hier in Rammstein. Sind schon viele vor. Ich kann es nicht sagen. Also wir sind schon an ein paar Bussen vorbeigelaufen. Jetzt laufe ich gerade in die Innenstadt. Also ein paar Menschen habe ich da schon gesehen, die sich dann noch bei den Parkplätzen getummelt haben. Ich meine, viele haben ja hier auch eine kleine Weltreise hinter sich, um hier nach Rammstein zu kommen. Und es geht ja auch um 12 schon los. Wir sind heute auch schon 6:30 losgefahren, um hier halbwegs rechtzeitig anzukommen. Dass sich da der ein oder andere denkt, na 12 Uhr ist jetzt auch nicht so die beste Zeit für mich, eine Demo zu beginnen, wenn ich einmal quer durchs Land fahre und vielleicht noch ein bisschen später kommen, kann ja auch noch sein. Aber ja, ein paar Demonstranten waren auf jeden Fall schon hier. Nun muss ich aber erstmal zum Demo-Gelände wandern. Man sieht hier und da immer ein paar Leute, die gehen auf den Straßen. Wenn man sich mal das anschaut, da hinten ist auch ein Reisebus. Hier und dort.
sind alle auf den Weg in die Innenstadt, weil da die Kundgebung dann anfängt. So. Ja, 4 Minuten. Da können wir ja mal ein kleines Stück laufen. Ach, hier ist ja schon der Bahnhof. Oh, sorry. Thank you.
hast du wenigstens noch eine gute Ausrede, ja? Ich habe kein Stativ, das ist immer schnell genug, wenn ich irgendwo hin muss oder sowas. Ja. Plätze. Rammstein wird proppevoll sein und es kommen noch und noch und noch mehr Leute, Freunde. Aber bitte von der Straße. Immer dieselben Gesichter. Ja, sieht nicht so aus, ne? Thank you.
jetzt offiziell eröffnet. Und dann alle herzlich willkommen. Bevor wir aber einsteigen können, darf ich euch jetzt noch ein paar Auflagen vorlesen oder vortragen. Und damit müssen wir beginnen. Also, die erste Auflage lautet, wenn wir gleich Richtung B spazieren, dann haben wir natürlich nur die besprochene und uns vorgelegte Route zu befolgen und werden auch alle Anweisungen der Polizeibeamten Folge leisten. Das war jetzt die erste Auflage. Und dann im Bereich des Zufahrtes zum Westgate der RBS ist eine Näherung in Richtung des Haupttores des Militärstützpunktes über die festgelegte Grenze nicht gestattet und ist untersagt. Da legen die Amerikaner großen Wert, die haben da so eine Sperrzone und jeder stritt darüber. Betrachten die Amerikaner als Kriegserklärung. Können wir nur sagen, amigo! Amigo hoch! Amigo hoch! Amigo hoch! So ist es. Also, wir haben diese Linie exakt einzuhalten. Dann noch etwas zu Fahnen. Fahnen, Transparente, Schilderstangen müssen aus Weichmaterial, die etwa Kunststoff oder Weichholz bestehen. Bei den Rundholzern darf ein Durchmesser von 3 cm beziehungsweise bei Kanthölzern eine Kantenlänge von 3 cm nicht überschritten werden. Die Verwendung von Metallstangen und scharfkantigen Gegenständen ist untersagt. Des Weiteren dürfen Transparente und Banner eine Breite von 4 Metern nicht überschreiten. Das Mitbringen und die Ausgabe von Glasflaschen ist nicht gestattet. Es dürfen aber alkoholfreie Getränke ausschließlich in PET-Flaschen, Tetra-Packungen und Kunststoffbehältern ausgestattet und mitgebracht werden. Dann dürfen wir bei unserem Spaziergang den Straßen- und Fußgängerverkehr nicht über Gebühr belästigen und haben auch insoweit alle Anweisungen der Polizei zu befolgen. Bei Bedarf sind für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sowie für die Einsatzfahrzeuge der Polizei unverzüglich die Wege frei zu machen. Eine Rettungsgasse bilden, das kennen wir ja von der Autobahn. Dann noch eine ganz wichtige Bitte. Die Versammlungsfläche und die Aufzugstrecke sollen wir in einem sauberen und ordentlichen Zustand hinterlassen. Also kein Müll unnötig hier in Rammstein in die Gegend feuern. Da werden wir uns selbstverständlich dran halten. So. Und das waren im Wesentlichen die Aufgaben, die hier vorzutragen sind. Und nun können wir mit der eigentlichen Veranstaltung beginnen und die Elena wird eröffnen. Gesammelt.
Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden kann nur mit friedlichen Entscheidungen getroffen sein. Anders geht nicht. Frieden schaffen ohne Waffen. Anders geht nicht. Auf dem Ort, wo Kriegsentscheidungen getroffen sind, sind wir heute. Und wir fordern Frieden für unsere Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Welt. Wir wollen keinen dritten Weltkrieg. Da wird kein Sieger sein. Ich freue mich, dass wir überparteilich sind, dass wir freien Menschen mit freier bürgerlicher Initiative hier für Frieden. Und wir brauchen auch niemanden, der uns befällt, was wir machen müssen. Wir wollen leben und wir werden leben. Ich liebe schöne Fragen und ich warte auch auf die Antworten. Unsere Welt steht ganz nah zum Nuklearkrieg. In diesem Krieg wird kein Sieger sein. Was machst du, liebe Regierung, um es zu vermeiden? Warum schickst du, liebe Regierung, noch mehr Waffen in Kriegsregionen, zum Beispiel in der Ukraine? Warum zerstörst du noch mehr Menschenleben? Warum machst du das alles mit Waffen, nicht mit Diplomatie? Für Titanic,
bezahlt hat. Titanic kennen wir alle. Titanic kommt zu Ende. Und wir wollen das nicht. Wir wollen Frieden. Wir wollen Leben. Wir sind das Volk. Wir haben uns heute an einem ganz besonderen Ort versammelt, in Ramstein, vor der Zentrale des Krieges der Amerikaner. Hier werden die weltweiten Kriege der US-Amerikaner organisiert. Hier ist die Kriegszentrale der Amerikaner mitten. Wir Deutschen haben nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen, von Kriegstreibern, die überall in der Welt Kriege anzetteln, um eigene ökonomische Interessen durchzusetzen, die Nase voll. Unsere Botschaft von heute ist: Ami, go, komm! Die Amerikaner und alle ihre Soldaten, einschließlich ihrer Atombomben, haben Deutschland
so schnell als möglich zu verlassen. Stellen wir uns vor, ein Staat, der veranlasst hat, dass die Nord Stream Pipelines in die Luft gejagt werden, der einen Anschlag auf unsere Infrastruktur veranstaltet hat, der darf sich hier in Ramstein seine eigenen Gesetze schaffen, der darf hier Krieg vorbereiten, Krieg unterstützen. Der Krieg in der Ukraine wird von Ramstein aus mitgesteuert. Jawohl. Und das dürfen wir nicht länger widerstandslos hinnehmen. Unsere Außenministerin, die Völkerrechtlerin Baerbock, befindet sich ja bekanntlich im Krieg mit Russland, hat das ja auch erklärt. Und wir sagen, Baerbock, Scholz und Co. spreche nicht für Deutschland. Deutschland will keinen Krieg. Wir wollen Frieden und Aussöhnung. Und wenn wir uns für den Frieden glaubhaft engagieren, dann muss Ramstein geschlossen werden, so schnell als möglich, liebe Freunde. Und das muss die Botschaft des heutigen Tages sein. It's time to go home, Amis. Das ist unsere Botschaft. Und eins muss auch klar sein. Wir werden so lange spazieren, so lange wiederkommen, bis diese unsägliche US-Base endlich geschlossen worden ist. Wünsche ich unserem großen Friedensspaziergang einen Riesenerfolg und ich bin stolz auf euch alle. Jeder von euch hat mindestens ein Bundesverdienstkreuz verdient für euer Engagement. Und jetzt spricht der Herr Niemeyer zu euch, wenn er den Weg auf die Bühne findet. Ja, liebe Freunde, liebe Mitstreiter, Bürger dieses Landes, wir stehen hier zusammen, weil wir die Friedensbewegung schon seit über 40 Jahren sind. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich das erste Mal auf einer Friedensdemonstration in der Nähe von Neustadt war. Das ist hier in der Nähe offensichtlich. Und wir haben damals auch schon gegen Ramstein demonstriert.
Wir sind zum Hambacher Schloss gelaufen und haben die 150-Jahr-Feier damals abgehalten. Und das Hambacher Schloss, das Hambacher Fest ist uns allen ja inbrünstig bekannt. Denn da geht es um die Souveränität eines Volkes und auch das müssen wir jetzt erkämpfen. Denn es geht nicht, dass man uns diktiert, was wir zu tun haben, ob wir Waffen zu liefern haben oder ob wir in Frieden mit einer anderen Nation leben können. Das müssen wir selbst bestimmen und das war der Geist von Hambach. Ich freue mich von Herzen zu sehen, wie viele wir heute sind. Und auch gestern war es in Berlin eine eindrucksvolle und große Demonstration. Selbst wenn einige der Reden vielleicht noch nicht ganz so scharf formuliert wurden, wie wir das selber tun würden. Aber wir müssen sagen, es gibt auch bei vielen Menschen jetzt einen Prozess, dass sie gerade aufwachen. Und wir dürfen sie nicht bedrängen und nicht überfahren. Das ist so wie auch in der Pandemie. Man kann den Leuten nicht sagen, ihr müsst jetzt ganz schnell radikal werden. Nein, es ist ein Prozess, den man durchmacht. Und deshalb freue ich mich einfach darüber, dass 650.000 Menschen offensichtlich das Manifest für Frieden unterzeichnet haben. Wir stehen an ihrer Seite und wir lassen uns nicht spalten, denn es gibt kein Links und Rechts in den Fragen von Krieg und Frieden oder der Grundrechte. Ich frage mich, wie konnte aus dem schönen Satz nie wieder Krieg von vor 78 Jahren der Satz werden, nie wieder Krieg ohne uns. Das kann doch nicht wahr sein und das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Wir müssen für Frieden einstehen und für die Grundrechte und natürlich auch für unsere Souveränität. Denn wir sind die Bevölkerung dieses Landes. Einige riefen eben, wir sind das Volk. Ja, das sind wir und wir stehen in Frieden zusammen gegen kein anderes Volk, auch nicht gegen das amerikanische Volk, selbstverständlich. Wir wollen nur, dass sie aus unserem Gebiet heraus keine Kriege mehr anzetteln können. Das tun sie nämlich. Ohne Deutschland als Dreh- und Angelpunkt wären die Kriege im Jemen, in Afghanistan, in Syrien, im Irak und auch in der Ukraine nicht denkbar. Wir müssen deshalb sagen, nein, wir möchten endlich a transatlantic divorce und danach werden wir wieder Freunde. Aber ihr müsst nach Hause gehen, liebe Amerikaner. Wir hatten 1990 den sogenannten 2+4-Vertrag abgeschlossen für die deutsche Einheit. Und ich war damals als Journalist dabei und war sehr skeptisch, denn es gab zwei Klauseln im 2+4-Vertrag. Und das war der eine in 5.2, Artikel 5.2 bedeutet, dass man das vereinte Deutschland, die Regierung des vereinten Deutschlands, so wird es da genannt, die amerikanischen Streitkräfte bittet, so lange hier stationiert zu bleiben, bis der Abzug der sowjetischen Soldaten aus der Ex-DDR abgeschlossen sei, quasi als Sicherheitsgarantie. Was danach gekommen ist, die Sowjets sind abgezogen
aber die Amerikaner sind noch hier und sie üben offensichtlich Hoheitsrechte aus. Man hat uns eben ja gesagt, wir dürfen gar nicht so nah an die Kaserne hier ran. Was soll denn das? Das ist nämlich das NATO-Truppenstatut von 1955, was nach wie vor in Kraft ist und was ganz klar die Souveränität unseres Landes beschneidet. Und das ist das, was wir bekämpfen müssen, denn wir können es nicht zulassen, dass aus diesem Staatsgebiet heraus kriminelle Akte vorgenommen werden. Die Drohnenkriege, das sind keine Verschwörungstheorien. Das hat sogar die ARD am 11. August 2022 bei Report Mainz oder wie das heißt, in der Sendung aufgedeckt, was von hier aus der Tod aus Rammstein in anderen Länder getragen wird. Das ist nicht akzeptabel, denn wir sind für den Frieden hier und wir lassen es nicht zu, dass man unser Land damit vergewaltigt, zum Täter zu werden. Wir führen keine Kriege, nicht in Afghanistan und auch nicht in der Ukraine. Der zweite Artikel, der mir missfallen hat am 2+4-Vertrag, war in Artikel 6, wo man gesagt hat, dass Deutschland sich einem kollektiven Sicherheitsbündnis anschließen kann. Also das ist so schön formuliert, es könnte sich anschließen. Es wäre so, als würden wir gefragt, ob wir in der NATO sein wollen oder nicht. Nein, das war ein Befehl von oben. Deshalb sind wir in der NATO und wir können es jetzt nicht so einfach auflösen und kündigen. Aber ich sage mal eins, wir erleben gerade die Neuordnung der Welt und die nächsten Friedensverhandlungen, die werden wahrscheinlich inhaltsreicher sein als das, was man vorher in Potsdam hatte. Aber wir müssen mit am Tisch sitzen und nicht am Katzentisch, sondern wir müssen als Deutsche mit am Tisch sitzen, wenn die Neuordnung dieser Welt vorgenommen wird. Wir müssen mit China uns verhandeln, wir müssen mit Russland Freundschaft und Frieden pflegen und wir müssen das auch mit den Amerikanern beibehalten. Aber wir müssen souverän sein, sonst können wir das nicht tun. Wenn man uns das diktiert, wird es nichts werden und dann bedeutet es weitere Kriege und die will ich nicht sehen. Geht es jetzt, das habe ich eben damit gemeint, wenn wir mit China verhandeln müssen. Es geht auch um das Einführen einer neuen, die Einführung einer neuen Wirtschaftsordnung. Der Neoliberalismus hat offensichtlich den Korporatismus hervorgebracht. Das heißt, dass jetzt uns jeden Tag ein Paket geschickt wird durch irgendeinen Großkonzern, dass aber der Mittelstand pleite geht darüber. Das sollten wir auch bedenken, wenn wir sagen, wir wollen jetzt eine Zeitenwende haben, dann ist es eine andere als die Herr Scholz will, denn der steht für den Korporatismus, der wird sich China unterwerfen und das sollten wir nicht. Wir arbeiten nicht für eine Schale Reis und einen Bonuspunkt am Tag. Für diejenigen, die beide Systeme erlebt haben, den Kommunismus, Sozialismus auf der einen Seite, den Kapitalismus auf der anderen Seite, kann man es vielleicht so zusammenfassen. Der Sozialismus implodierte, weil er erstickte am Zentralismus. Beim Kapitalismus, er überfrisst sich und erstickt daran, das nennt man Konzentration. Und beides wird nicht gehen, also müssen wir einen dritten Weg finden, ein Wirtschaftssystem, was tatsächlich sozial und fair und freiheitlich ist, damit auch der Mittelstand seine Chancen weiter hat. Sonst geht es nicht. Wir brauchen einen tatsächlich freien Markt, nicht einen Markt, wo einige bevorteilt werden, sondern einen Markt, eine Marktwirtschaft, die tatsächlich für jeden die gleichen Zugangsrechte gibt. Und das hatten wir bisher nicht, deshalb haben wir im Moment die Krise. Denn die Krise, die im Moment stattfindet, ist eine Krise mit Ansage gewesen. Das war der Finanzkapitalismus von 2008. Der wurde nicht gelöst, es wurden weitere Schulden gemacht. All das fliegt uns jetzt um die Ohren und dazwischen hat man wahrscheinlich die Pandemie noch genutzt, um das zu vertuschen, was in Wahrheit geschieht. Ich habe gleich zu Anfang gesagt, die Pandemie
ist das Eigentliche, was es gilt zu bekämpfen, weil es soll die Leute ablenken von dem, was tatsächlich passiert. Wir hatten NATO Defender 2020 Übung damals, 2020 gab, und ich habe damals schon gesagt, wir werden durch die Pandemie davon abgelenkt, dass es Kriegsvorbereitungen gibt an den Ostgrenzen der Europäischen Union und der NATO. Und das ist eingetreten. Man hat 8 Jahre lang schon darauf hingearbeitet. Und jetzt sagt man, Herr Putin hat 8 Jahre später den Krieg ausgelöst. Das ist doch Quatsch. Diese klaren Worte wünsche ich mir von anderen Politikerinnen und Politikern, die auch gestern gesprochen haben. Und ich glaube, sie werden an den Punkt auch noch kommen, das so klar zu sehen, wie wir es sehen. Wir dürfen da nicht zu sehr bedrängen. Wir dürfen die Leute nicht damit überfahren, dass wir vielleicht ein längeres Wissen mitbringen in bestimmten Fragen. Ich vergleiche das mit der Pandemie, wo man auch nicht gleich wusste, was los ist, und alle sind etwas überrascht gewesen, wie es dann gekommen ist. Aber inzwischen ist es im Mainstream angekommen, dass die meisten Theorien, die wir dazu hatten, die als Verschwörungstheorien bezeichnet wurden, dass die ja wahr waren. Man hat ja gesehen, dass das, was die Querdenker gesagt haben, in 90% der Fälle zugetroffen hat. Das hat ja sogar Herr Lauterbach inzwischen. Deshalb müssen wir behutsam vorgehen bei Menschen, die jetzt eine politische Erfahrung machen, die wir alle vielleicht schon länger hatten, und die jetzt im Schnelldurchlauf sich darüber Gedanken machen, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Und ich lade deshalb jeden dazu ein, redet miteinander. Wir sind freundlich und wir werden immer auch anderen zuhören. Und natürlich nicht unsere Meinung aufdrücken, denn es geht nur so, dass jeder die Einsicht selber gewinnt. Wir können aber dabei helfen, indem wir Informationen weitergeben, die wir schon gesammelt haben. Und ich denke, das ist unser Auftrag, wenn wir mit den 650.000, die heute nicht hier sind, die aber das Manifest unterschrieben haben, reden wollen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen denen helfen, das zu verstehen, warum wir zu diesen Schlüssen gekommen sind, die wir uns hier haben versammeln lassen. Jetzt wünsche ich uns, dass wir einen schönen Tag gemeinsam erleben, im Geiste des Friedens, der Freiheit und der Souveränität für unser Vaterland. Wir werden immer für Frieden einstehen, und auch den Amerikanern sage ich, wir sind nicht gegen die Bevölkerung eures Landes. Wir haben Probleme mit eurer Regierung, aber auch ich will ja nicht mit Frau Merkel oder jetzt Herrn Scholz in einen Topf geworfen werden. Also Friede mit Amerika, aber nehmt die Soldaten hier raus, kommt uns besuchen als Freunde. Ich danke euch allen ganz herzlich und wünsche einen schönen Protesttag im Frieden. Eins, zwei, eins, zwei. Ja, guten Tag zusammen. Freue mich, dass ich hier sein kann. Und alles, was die Vorredner gesagt haben, Euge, ist der ältere Mann da oder nicht da? Ja. Ist da? In der Kamera. Ja, okay. Rollwagen.
Nee, alles klar. So. Ja, also was die Vorredner gesagt haben, da kann man sich ja im Grunde genommen nur anschließen. Und ich habe mal eine Frage. Viele von uns haben geahnt, dass bei uns irgendwas nicht wirklich in Ordnung ist. Irgendwas stimmt nicht. Wie viele von euch sind aufgewacht, als das Thema Corona losging? Medizinisch oder geschichtlich? Beides. Und in einer solchen Situation fällt besonders auf, wie sich unser Land in unserer... Ruf du einfach wieder, dann komme ich, ja? Ja, wir haben uns verarschen lassen, das stimmt. Für uns ist gespielt worden, weil wir nicht souverän sind. Und da müssen wir hin zurückkommen. Und der erste Redner hat gesagt, nehmt bitte den Abfall mit, wenn ihr hier weggeht. Wie weit ist es bei uns gekommen, dass man uns das sagen muss? Das war früher selbstverständlich. Unser Land hat sich verändert. Und es hat sich nicht so verändert, wie wir es wünschen, sondern wie wir es nicht wünschen. Und deshalb spiele ich euch jetzt das Deutschlandlied Nummer 2. Wenn die Gitarre sich verstimmt, ist es die Kälte. Wenn ich den Text verliere, ist es auch die Kälte, weil dann hier oben was eingefroren ist. Aber ich bemühe mich. Was ist aus unserem schönen Land geworden? Dem Grün, den Bergen, Flüssen und dem See. Verdreckt vom Süden bis zum Norden. Das darf und soll nicht weitergehen. Was ist aus unserer Sprache nur geworden? Mit Gender sprechen kaum noch zu verstehen. Durch Mainstream-Media komplett verdorben. Das darf und soll nicht weitergehen. Was ist aus unserem Himmel nur geworden? Zu oft nur grau statt blau ist er zu sehen. Durch Chemtrails von Süden bis zum Norden. Das darf und soll nicht weitergehen. Was ist aus unserem schönen Land geworden? Ein Land, wo alle Grenzen offen stehen. Das Land verschwiegener Messermorde. Das darf und soll nicht weitergehen. Was ist aus unserem schönen Land geworden? Im Land der Dichter, Denker und Ideen. Ein Land voll Kampfesangst und Klimasorge. Das soll weitergehen. Doch ein kleines Virus hilft die Zeit zu wenden. Wir können unsere Geschichte wiedersehen. Und alle fremde Stimmung bald beenden. Wenn wir so fest zusammenstehen. Die Zeit des Träumens ist vorüber. Wir Zeit des Träumens ist jetzt zu Ende. Die Augen sind jetzt auf und wir verstehen. Drum reicht einander brüderlich die Hände. Wir
bei dem das Zusammensteht. Denn nur Waffenstillstand gibt seit Jahr und Tag. Nun wollen wir wirklich echten Frieden sehen. Mit Fries und Siegel und Vertrag. Weil wir jetzt das Zusammenstehen. Weil wir jetzt das Zusammenstehen. Weil wir jetzt das Zusammenstehen. Ja, liebe Freunde, wir erleben heute und in diesen Tagen etwas ganz Großartiges. Die Friedensbewegung steht wieder auf. Wir haben schon einmal mit 1 Million Demonstranten in Bonn deutlich gemacht. Ohne das Volk geht gar nichts. Wir wollen Abrüstung. Wir wollen Frieden. Wir wollen nicht im nuklearen Winter untergehen. Und das machen wir jetzt so lange weiter, bis es auch die Pappnasen in Berlin verstanden haben. Frieden schaffen, ohne Waffen, das war richtig, das ist richtig und das bleibt richtig. Wir brauchen Friedensverhandlungen, einen Waffenstillstand und wir brauchen eine gleichberechtigte Akzeptierung auch der Sicherheitsinteressen Russlands. Und die amerikanische Expansion muss gestoppt werden. Jede Woche sterben 5000 Menschen in dem Kampf zwischen dem US-Imperialismus, für den Zelensky tätig ist, und Russland in einem Stellvertreterkrieg und viele Zivilisten. Und wir wollen, dass dieses Sterben ein Ende findet. Und es wird nur ein Ende finden, wenn ein Friedensvorschlag erarbeitet wird. Und ein solcher Friedensvorschlag ist nur möglich, wenn die Waffenlieferungen sofort gestoppt werden. Zelensky lehnt Friedensverhandlungen kategorisch ab. Er sagt, die Russen müssen aus der Krim vertrieben werden, im Donbass wieder zurückgehen, damit das fortgesetzt werden kann, was wir jetzt seit 9 Jahren erlebt haben. Dort hat Kiew nämlich in den Ostteilen der Ukraine die russische Sprache aus den Schulen verbannt. Und dort hat man auch auf die Zivilisten geschossen, seit 9 Jahren im Donbass. Dort sollten die Russen verfolgt werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass alle Ethnien gleichberechtigt leben können. Wir wollen Frieden mit Russland und wir wollen auch, dass Schluss hört. Schluss ist mit dieser völkerfeindlichen Politik aus Kiew. Es gab
Es gab in der Geschichte schon einige, die geglaubt haben, den großen Russlandfeldzug gewinnen zu können. Und da war der Letzte, der ist gut und uns gut bekannt, der Massenmörder, der Hitlerfaschist. Wir wollen keine Faschisten mehr in Europa. Wir wollen. Wir wollen keinen Zelensky, der alles tut, um aus einem lokalen Krieg einen Weltkrieg zu machen. Wir wollen keine Baerbock, wir wollen keine Strack-Zimmermann, wir wollen keine Jutta von der Leyen und alle anderen wollen wir nicht. Die sagen, Frieden schaffen mit Waffen. Nein, die immer stärkere Armeen gegen Russland zusammenstellen wollen. Das führt niemals zum Frieden. Aber es führt geradewegs an die Schwelle des Atomkriegs. Und den brauchen wir nicht. Und da können noch so dumme Schwätzer im Fernsehen uns jeden Tag einreden. Der Atomkrieg kommt doch sowieso nicht. Putin wird in unserer Presse ständig angefeindet. Russland wird verhetzt bis zum geht nicht mehr in unserer Presse und in den Massenmedien. Und in Wirklichkeit hoffen sie doch nur auf die Vernunft von Putin. Darauf können sie auch setzen, denn Putin hat sich immer maßvoll verhalten. Aber irgendwann ist das Maß voll und jetzt muss das gestoppt werden. Verhandlungen sofort, stoppt die Waffenlieferung. Und als letztes, wer verliert, je länger dieser Krieg dauert? Als erstes verlieren die ukrainischen Menschen ihre Heimat und ihre Menschen. Dem Zelensky sind nämlich längst die Kriege ausgegangen. Das sind doch längst nicht mehr die Ukrainer, die ihre sogenannte Heimat verteidigen. Das sind über 20.000 Leute aus Polen. Das sind Söldner aus 50 Staaten. Das muss aufhören. Diese Art von Stellvertreterkrieg, das Aufhetzen gegeneinander. Und damit sage ich, dieser Krieg hat für uns alle unmittelbar Auswirkungen. Und die Auswirkungen spüren wir jeden Tag. Sozialabbau, geschlossene Krankenhäuser, zu wenig Schulen, unsere Infrastruktur geht kaputt in Deutschland. Das können wir doch alles nicht bezahlen. Wir wollen doch nicht Milliarden und Abermilliarden in die Ukraine hineinpumpen. Für einen sinnlosen Krieg, den man jeden Tag beenden könnte, wenn man endlich eine Friedensordnung schaffen und verhandeln würde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dafür! Dafür kämpfen wir und wir sagen, alle Politiker, die sich gegen Verhandlungen sperren, bei der CDU-CSU, bei der SPD, die Regierung, die sich gegen Verhandlungen sperrt und Waffen liefert, die alle müssen abgewählt werden, so schnell es geht. Danke. Okay. Die Hauptakteure sind in Washington und London, die diesen Krieg angezettelt haben. Und wir stehen einfach für den Frieden. Army, go home.
going home, US soldiers going home. Have you got no fucking homes of your own? For 70 years, you've held the world in fear. So leave us to live our lives in peace. You're not welcome over here in Germany. All we want is our peace and dignity. We don't want your tanks, your guns or your bombs. Or leave us and take a hike to America. Going home, US soldiers going home. Have you got no fucking homes of your own? For 70 years, you've held us all in fear. Now leave us to live our lives in peace. We are fighting to end your endless wars. We will always try to stop you because the power of a few is more important to you. An oligarchy's got you by the balls. Go on home, US soldiers, go on home. Go home, have you got no fucking home of your own? For 70 years, you've held the world in fear. Now leave us to live our lives in peace. If you stay, US soldiers, if you stay, we will never, never, never go away. Close down Rammstein if you please, we're sick of your misery. You're stealing and murder around this world. Go on home, US soldiers, go on home. Go home, have you got no fucking home of your own? For 70 years, you've held the world in fear. Now leave us to live our lives in peace. Come on, sing this, go on home, US soldiers, go on home. Go home, have you got no fucking home on your own? For 70 years, you've held the world of fear. Oh, leave us to live our lives in peace. So leave us to live our lives in peace. Danke schön, die Aufmerksamkeit. Hier ist die Andrea mit dem Bogen. Liebe Teilnehmer, verehrte Mitstreiter, es ist wunderbar zu sehen, dieses Fahnenmeer vor mir. Es geht einem das Herz auf, wenn man sieht, dass hier viele tausend Menschen aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern, von links bis rechts, von oben bis unten zusammengekommen sind. Leute, es geht um nicht mehr und nicht weniger als um Krieg und Frieden. Wir dürfen uns nicht spalten lassen. Mir persönlich ist es sehr wichtig, Folgendes zu sagen jetzt. Wir wollen hier heute keinen pauschalen Anti-Amerikanismus verbreiten. Darum geht es uns nicht. Aber das US-amerikanische Volk muss endlich verstehen, die Besatzungstruppen in Deutschland und Europa müssen nach Hause geholt werden. Wir wollen kein US-Vasallenstaat mehr sein. Wir wollen endlich ein wirklich freies, souveränes Deutschland. Der kann überhaupt nichts sehen. Kann ich jetzt eine Möglichkeit, nicht vielleicht von Ort den irgendwo da vorne hinzustellen? Und wir haben die Pflicht, heute von hier und von vielen anderen Orten in Deutschland noch,
Will ich das machen? Nee, Botschaft ich weiß ja nicht, ob hier irgendeiner von den Bürgern vielleicht doch kann, sonst mache ich selber. An die Bürger anderer Länder. Okay. Kannst du vielleicht kurz halten? Damit die nämlich wissen, dass es in Deutschland nicht so ist, dass das deutsche Volk diese kriegsverhetzte Politik der Regierung gutheißt und mitmacht. Die Leute im Ausland müssen wissen, es gibt in Deutschland Widerstand. Ihr seid der Widerstand. Und liebe Freunde, es ist auch wichtig, ein Signal zu senden an diese kriegsverhetzte Obrigkeit in Berlin. Und die muss wissen, die Deutschen werden sich nicht ein drittes Mal sinnlos in einen Krieg gegen Russland aufhetzen lassen. Sollte es wirklich noch einmal zu einem Krieg gegen Russland kommen, dann werden wir kämpfen, ja. Aber unser Ziel wird nicht Moskau sein, unser Ziel ist Berlin. In diesem Sinne auch noch ein Grußwort vom Kompaktmagazin, das diese Kampagne Amigo Home mitbegleitet, das uns hilft bei unserem Kampf gegen transatlantische Vereinnahmung. Beste Grüße an Kompakt und Jürgen Elsässer. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, noch eine Dame auf die Bühne zu bitten, die im Deutschen Bundestag auch tapfer ihre Frau steht, gegen transatlantische Vereinnahmung, die es nicht leicht hat, eine ehemalige langjährige Parteifreundin und Mitstreiterin. Begrüßt bitte Frau Christina Baum. Liebe Friedenskämpfer, liebe Mitstreiter, als erstes möchte ich sagen, dass ich mich nie als Politikerin verstanden habe. Denn ich habe mit meinen Kollegen im Bundestag, mit diesen korrupten, deutschlandfeindlichen Politikern nichts, aber auch gar nichts gemein. Ich bin eine von euch. Ich lache mit euch, ich leide mit euch und manchmal weine ich auch, genau wie ihr. Wir sind alle heute eine Schicksalsgemeinschaft. Und ich stehe heute hier als Mutter und Großmutter. Vor knapp 14 Tagen habe ich am 13. und 14. Februar an die Bombardierung von Dresden erinnert. Diese Bombardierung sollte uns alle ermahnen, dass wir uns darin einig sind, es darf nie wieder Krieg auf deutschem Boden geben. Unsere Kinder und Enkel sollen leben und nicht Opfer durchgeknallter Politiker werden. Und dass diese Berliner Regierung nicht im Sinne unseres Volkes, nicht in unserem Sinne handelt, erkennt man daran, dass sie uns in einen Krieg hineinmanövrieren wollen. Aber was gibt es Schlimmeres, als einen Krieg zu provozieren? Sie handeln nicht in unserem Namen. Thank you.
Wolfgang Schäuble sagte 2011 in einer Rede, ich zitiere, und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Wolfgang Schäuble. Und deshalb, liebe Freunde, Amigo Home ist heute wahrscheinlich die wichtigste Forderung, die wir stellen müssen. Amigo Home! 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 Nach nunmehr 80, fast 80 Jahren Besatzung wird es höchste Zeit, dass wir als Deutsche unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder selbst in die Hand nehmen. Lasst uns deshalb heute von hier aus unsere Forderung an den Bundestag richten. Beendet die Eskalation, beendet die Waffenlieferungen, beendet die Kriegstreiberei. Wir, das Volk, wollen keinen Krieg gegen Russland. Wir wollen überhaupt keinen Krieg. Wir sind das Volk! 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 Und ich persönlich fordere die gesamte Bundesregierung auf, sofort zurückzutreten. Kriegstreiber wurden von uns, vom Volk, nicht gewählt. Deshalb sind sie nicht legitimiert, in unserem Namen zu sprechen. Rücktritt sofort! Ich komme aus Thüringen. Ich bin in der DDR groß geworden und wir hatten eine eigene Nationalhymne. Und ich zitiere die vierte Strophe. Wenn wir brüderlich uns einen, schlagen wir des Volkes Feind. Lass das Licht des Friedens scheinen, dass nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweint. Damit nie wieder eine Mutter ihren Sohn beweint. Deshalb stehen wir heute hier, weil wir Frieden wollen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr alle gekommen seid. Und ich danke euch dafür. Ich danke euch für euer Kommen. Ich danke euch für euren mutigen Widerstand. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Demo wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, hallihallo, mein Name ist Jovica Jovic. Wie ihr hört, habe ich Wurzeln auf dem Balkan. Meine Heimat wurde von der NATO 1999 völkerrechtswidrig bombardiert. Aber erstmal möchte ich, weil es hochemotional ist, habe ich heute auch meine Rede aufgeschrieben. Erstmal an euch, seid ihr gut drauf? Ja! Ich will euch hören, seid ihr gut drauf? Ich hab die Schnauze voll von dieser nicht souveränen Politik unserer Bundesregierung. Es wird Zeit, dass sich das Volk erhebt.
und dieser Bundesregierung namens Insolvenzverwaltung, namens Kriegstreibern, namens Mördern die Grenzen aufweist. Die Politik muss Angst vorm Volk haben, nicht umgekehrt, meine lieben Freunde. Mein Herz blüht vor Freude auf, wenn ich sehe, dass so viele mutige Menschen sich nicht haben spalten lassen, sich nicht haben entmutigen lassen, sich nicht haben von links und rechts teilen lassen, sondern heute steht das deutsche Volk gemeinsam hier in Ramstein und will sein Peiniger, seinen Besatzer loswerden. Deutschland muss sich aus den Klauen der USA lösen. Die USA sind Massenmörder. Deutschland muss für Menschenrechte stehen. Nie wieder darf es Krieg mit Russland geben. Nie wieder darf es überhaupt Krieg geben. Nie wieder darf sich Deutschland in Konflikte einmischen, die sie nicht angehen, die nur unserem eigenen Volk schaden. Unser Vorbild kann niemals und in nirgends die USA sein. Unsere Medien in Deutschland sind im Kriegstreiberzustand. Sie verbreiten nur noch Propaganda, Lügen über Lügen. Es wachen jedoch immer mehr Menschen auf und das macht mir Mut. Russland hat den Konflikt letztes Jahr in der Ukraine nicht begonnen. Der Konflikt wurde von den USA seit 2014 massiv befeuert. 8 Jahre wurde Russland hingehalten bei den Minsker Abkommen. 8 Jahre wurde die Ukraine aufgerüstet. Die USA hat den Maidan finanziert. Die USA haben 3 Minister von Svoboda, die nicht weniger als richtige Nazis sind, in die Regierung gehievt und nannten es dann auch noch Demokratie. Es gab nur ein Ziel, Krieg mit Russland. Diese Basis im Ramstein ist ein Sinnbild amerikanischer Besatzung. Jeden Tag, den sie länger hier steht, jeden Tag werden wir tiefer in diesen Konflikt hineingezogen, den wir nicht wollen. Amigo ho! All das verschweigen die Medien. Es ist schöner, den Russen zu entmenschlichen. Damit wird nur eins bezweckt. Die Russophobie hierzulande wird ins Unermessliche befördert. Keine Angst, meine russischen Brüder und Schwestern. Wo ein Russe in Not ist, ist auch ein Serbe in Not. Rücken an Rücken werden wir für die Freiheit und Gerechtigkeit in unserer neuen Heimat kämpfen. Ich bin, wie einige wissen, vor kurzem 10 Tage in Moskau gewesen. Sanktionen, keine Spur. Alles, was es hier gibt, gibt es dort auch. Keine leeren Regale, die Preise sind fast die Hälfte billiger und Sprit ist fast umsonst. Das ist die Realität, keine Propaganda wie hier in Deutschland. In 10 Tagen gab es den Talkshows, in denen über den Westen geredet wurde, nur 2 Stück. Die von Personenkult ist Russland Lichtjahre entfernt. Das kann ich euch nur empfehlen. Die Russen lieben ihren Präsidenten für das, was er in den letzten 20 Jahren für das Volk getan hat. Liebe Medien, kommt wieder zur Wahrheit zurück. Ihr werdet wandern zur Rechenschaft gezogen. Wanner, Ronzheimer und wie ihr bezahlten Schreiberlinge alle heißt, hört auf mit der Hetze, das Maß ist voll, der Geschmack des Guten ist erreicht. Sanktionen sollen gerechtfertigt sein. Wo sind die Sanktionen für die USA? Jugoslawien 99, Irak, Syrien, Libyen, Millionen von Toten und Ramstein war dabei. Auch da spielte eine Ramstein eine wichtige strategische Rolle. Wir wurden zum Mittätern, ohne dass wir uns als Volk wehren konnten. Unsere liebe Presse schreibt natürlich über den bösen Mann in Moskau. Nicht Putin ist schuld, dass unsere Altenheime moderne Waschstraßen und Ausbeuterbetriebe sind. Nicht Putin ist schuld, dass unser Bildungswesen den Bach runtergeht und wir gendern müssen. Nicht Putin ist schuld, dass Giganten wie Amazon die Bevölkerung ausnutzen. Nein, nicht Putin ist schuld für die soziale Ungerechtigkeit, sondern die verdreckte Politik der letzten 30 Jahre. Immer wieder
wird mir gesagt, soll ich mich vom Präsident Putin distanzieren. Ich bin deutscher Staatsbürger, ich zahle Steuern hier, ich wähle hier. Ich distanziere mich von Scholz, Baerbock, Habeck und Co. Das sind meine Probleme. Zum Schluss noch eine kleine Metapher. Wir müssen lernen, dass wirtschaftliche Beziehungen für Russland wichtiger sind für uns, wie wer in den USA regiert. Der Unterschied zwischen Trump und Biden ist nur, der eine ist dement. Wir brauchen uns im Ukraine-Konflikt nichts vormachen. Was für Clinton Monika Lewinsky war, das ist für Sleepy Joe der Zelensky. Mehr Emanzipation besteht da nicht. Stopp die Waffenlieferung in die Ukraine sofort. Russisches Leben darf von deutschen Waffen nicht getötet werden. Sonst haben wir aus der Geschichte nichts gelernt. Lang lebe unser Volk, lang lebe Deutschland. Unsere Einigkeit jetzt alle laut. Amigo ho! 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 Und wir wollen aus der NATO raus! Es wird Zeit für ein modernes Friedensbündnis in ganz Deutschland! Danke, liebe Freunde, es bedeutet mir sehr viel. Danke. Danke, danke, danke. Wirklich, bevor der nächste Redner kommt, noch ein paar Gäste, ganz besondere Gäste begrüßen. Es sind viele Freunde aus der Schweiz gekommen. Wir haben mit Kuhglocken. Komm mal auf die Bühne! Für den Frieden! Nein, ihr seid tot! Das ist das Kommando am Mist, was? Wenn Russland, wir sind immer erschließend, wenn wir vor Ort sind, werden wir nun, sobald wir zählen, uns mit Lichtern unterhält. Oder das machen wir jetzt auch, wir machen jetzt neu, erschließend Konzert. Und jetzt neu Russland. Also ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, wir sind die Freiheitstrinker aus der Schweiz. Ihr kennt uns vielleicht. Ihr kennt uns vielleicht von der Sicherheitskonferenz in München, da waren wir auch. Und wir haben natürlich das gleiche Ansinnen wie ihr. Wir wollen Frieden, wir wollen keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Das ist unser Hauptansinnen. Uns stört letztlich eine Vormachtstellung, aber wir müssen natürlich als Schweizer sagen, wir haben das Neutralitätsprinzip in der Bundesverfassung. Insofern, wir sagen gemäß unserem Nationalheiligen, dem Bruder Klaus, nicht euch nicht in fremde Hände. Lasst euch raus aus Kriegsgebieten, keine Waffen in Kriegsgebieten liefern. Sind auch Busse aus Frankreich angekommen. Auch die französischen Freunde. Ein herzliches Willkommen hier in Ramstein.
Und jetzt kommt Benita! Ja, erstmal herzliches Hallo an Rammstein und alle Menschen, die hier sind. Von hier oben wirkt ein tolles Bild. Und direkt zu Beginn, Ami, go home! So, warum Ami, go home? Vietnam, Libyen, Syrien, Jugoslawien, Europakrieg, hatten wir doch. Nun, ich korrigiere meinen Vorredner, seit 2008 waren Verhandlungen bezüglich der Ukraine, wo Putin ganz klar zu verstehen gegeben hat, wenn die NATO sich weiter ausbreitet über die Ostblockländer, dann wird das die rote Linie für Russland sein. Und das zu Recht. Denn diese Geschichte, die sich gerade in Russland abspielt, spielte sich in den 40er Jahren ähnlich auch in Deutschland ab. Denn dieser Krieg wurde nicht vom deutschen Boden gestartet, sondern es war ein angeführter Krieg durch die Engländer und durch die Amerikaner. Das ist die wahre Geschichte. Und da sollten wir hinkommen, dass ein Krieg letztendlich immer unschuldige Opfer bringt. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Deshalb bin ich persönlich nicht für eine Waffenstopplieferung. Ich bin für eine Vernichtung aller Waffen auf dieser Erde. Denn ohne die Gewalt dieser tödlichen Waffen würde es keine Spinner geben, wie ein Betrüger. Warburg-Ex-Kumpf-Skandal, 42 Milliarden Euro Schaden am deutschen Steuerzahler. Und dieses Hinter, ich spare mir dieses Wort, Loch dahinter. Der sitzt dort und wir nennen den Mann wirklich Bundeskanzler. Es ist eine Schande. Niemand von uns durfte sich diese kriminellen Machenschaften erlauben. Die gehören zum Teufel geschickt. Wir sollten aufhören, mit diesen asozialen Wesen dort oben überhaupt zu diskutieren. Wir müssen die politischen Kräfte, die noch Verstand besitzen, dazu auffordern, erstens, dass die Immunität dieser Kriminellen aufgehoben wird. Denn alles, was man uns erzählt, wir können klagen bis zum Himalaya-Tag. Es wird nichts ändern. Sie haben die Immunität. Eine kriminelle Vereinigung, die Gesetze permanent gegen die Menschen richten und ändern kann keine demokratische, solidarische und menschenwürdige Verantwortung übernehmen. Deshalb, wir müssen fordern, dass dieser Bundestag aufgelöst wird und die Verantwortlichen wie Kobold, Baerbock und wie ein Habeck, was weiß ich nicht was, und wie ein Betrüger vor dem Herrn umgehend in Handschellen abgeführt werden. Widerstand ist kein Spaziergang. Und bei allem Herzlichen, was ich hier sehe, wir dürfen die Ernsthaftigkeit, warum wir auf der Straße sind, niemals vergessen. Und das wird noch eine ganze, ganze Weile so weitergehen. Und wir müssen uns deshalb gegenseitig die Kraft zusprechen, dass wir nicht in Panik verfallen. Denn ich glaube, jedem hier ist bewusst, dass diese Kriminellen dort oben noch eine ganze Menge in der Tasche haben, um uns zu transalieren, um uns das Leben weiterhin zur Hölle zu machen. Und dagegen müssen wir uns genauso stellen wie gegen dieses Ami, go! Genau. Also, wir sollten Klartext sprechen, nicht um irgendwelche Geschichten herum, aber wir müssen dafür sorgen, dass wir aus der NATO rausgehen, denn NATO ist kein Friedensbündnis, die NATO ist eine kriegshetzerische Vereinigung, die Mord und Tod in Kauf nimmt. Und da müssen wir raus. Und dazu gehört für mich persönlich auch EU.
EU ist der Hand oder der verlängerte Arm der NATO, das heißt der USA. Die USA sind weltweit die Kriegstreiber und haben unzählige Menschenleben auf dem Gewissen. Und deshalb fordere ich den Abzug aller Truppen, nicht nur Rammstein, sondern alle Stützpunkte in Deutschland, und das sind über 24, die gehören abgeschafft. Und ich bitte auch hier, wenn irgendwo Soldaten sind, die ein Herz in sich tragen, richtet niemals eine Waffe gegen Russen oder Ukrainer. Es ist ein Krieg der USA. So, ich könnte natürlich noch 2 Stunden weitermachen, aber wir haben noch weitere Redner. Ich bedanke mich bei euch und möchte euch noch einmal hören. Wer soll nach Hause? Genau so, Freunde. Lasst uns stark bleiben und wir sehen uns weiter auf der Straße. Ich danke euch. Dann gehen wir jetzt in die Richtung amerikanische Base. Liebe Freunde, uns wurde mitgeteilt, dass wir sehr friert hinten. Da haben wir das, ja. Für das Wetter können wir leider nichts. Deshalb gehen wir jetzt gleich spazieren. Und wir gehen jetzt gemeinsam Richtung der Base spazieren. Und doch wird es weitere Reden geben. Vielen Dank. So, dann geht's weiter. Ich versuche jetzt irgendwie wieder rauszukommen in Richtung der Spitze des Demonstrationszuges. Und ja, dann hören wir uns gleich. Hier ist eh viel zu laut. So, alle, die Gruppe Südwest ans Pavillon zum Anton der Schilde. Servus! Erst beim politischen Aschemittwoch und jetzt schon wieder hier. Ja. Geht auch Schlag auf Schlag. Ja. Gestern Berlin gewesen? Nein. Nein, warum nicht? Ich bin gestern schon angereist hier. Ah, so. Gab es viel vorzubereiten? Vorzubereiten eigentlich wenig. Da habe ich ich bin nicht damit befasst gewesen, aber wir haben uns gestern Abend schon in so einer kleinen Vorbesprechung im kleineren Kreis getroffen und das eine oder andere diskutiert. Okay. Also bist du hier auch tief involviert? Also so tief auch nicht, aber ich kenne ja viele der Protagonisten hier. Ich hatte ja schon, es ist für mich eher Sache, hier heute vor Ort zu sein. Ich bin aber eigentlich sehr positiv überrascht, wie viele heute den Weg hier hingefunden haben. Wie viele sind das heute hier? Oh, 2500, 3000 schätze ich mal. Okay, dann schaue ich mir die mal an, ne? Ja. Vielen Dank für deine Zeit. So, dann gucken wir mal, wie viele Leute hier sind. Auf die Bühne. Ah, Herr Niemeyer schon wieder. Ja, mit denen will ich auch mal noch reden. Zwischen 20 und 50 Kilogramm wiegen so ein paar Glocken. Das ist
Und damit hier die ganze Zeit auf der Demo. Oh mein Gott. Hier ein 3-Sterne-Generalpolizist. Wir Der Demonstrationszug setzt sich schon in Bewegung, so wie das aussieht. Okay, er muss erstmal doch noch stoppen. Wie lange Arme kann man haben? Der Wahnsinn. So, die Polizei. Oh, die Polizei macht hier eine Kette gerade. Ist jetzt die Frage, ob das vorübergehend ist oder ob jetzt hier was verboten wird. Tja, ja, sind ja weit gekommen heute hier, ne? Ja, Reichweite. Oh Gott, shit.
bis jetzt nur die Friedensdemo hier noch blockiert von der Polizei. Vielen Dank. Grüße an alle Schalker. Wir haben hier vor Dynamo-Fans gesehen. Meine ich doch, Großmutter. Ja, ich bin nicht so in dem Fußball-Game. Also die Polizei läuft hier an der Spitze mit. Es wird geschätzt, zwischen 2.500 und 3.000 Leute wären das hier wohl. Ja, keine Ahnung. Das ist immer schwer zu sagen. Yeah.
Ich hoffe, irgendjemand zählt mit. Kannst ja Pause drücken und dann weitermachen. Deiner vorne ist Auge Teilnehmerzahl. Also ich hatte vorhin mit einem geredet, der hat geschätzt, es wären wohl 3000. Mehr aber als das Leipzig bei der Amigo. Ja, das schon. Das hört ja auch noch nicht auf. Zwischen den USA und Russland verteilen, wenn die Rot-Grüne Kriegsreihe
Verlängerung nicht gestoppt wird. Um das zu vermeiden, fordern wir Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Todesschwache. Steigende Inflation. Vernichtung des Mittelstandes. Nächste Arbeitslosigkeit. Kaum mehr bezahlbare Energiekosten. Bargeldabschaffung zugunsten einer digitalen fremdbestimmten Totalüberwachung. Erschreckende Übersterblichkeit durch das Corona-Menschenexperiment seit Beginn der ersten Impfung. Ja, jetzt wissen die denn gar nicht, was wir sagen dürfen. Hier findet natürlich keine medizinische Beratung statt. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank auch für diese Unterstützung. Danke, danke, danke. Entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz stören? Ich bin YouTuber aus Leipzig, berichte halt immer viel über Demonstrationen. Und da versuche ich so mal mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, warum die auf die Straße gehen. Hätten Sie vielleicht kurz eine Minute da Zeit? Ich kann nichts sagen. Die können nichts sagen. Schlecht Deutsch? Oh, schade, schade. Dann alles Gute trotzdem, ja? Oh, schlechtes Deutsch, leider. Aber das Gegenteil scheint die deutsche Regierung zu wollen. Es darf nicht geschehen. Oh Gott. Nun wieder sollte sich Deutschland an ja, auf jeden Fall. Servus. Schönen guten, verzeihen Sie? Entschuldigen Sie? Sie suchen gerade jemanden, oder? Ja, ich habe Sie gefunden. Sie haben mich haben Sie gefunden, hoffe ich. Sie? Nein, nein. Ey, ich bin YouTuber aus Leipzig, berichte immer viel über Demonstrationen und da versuche ich immer ein bisschen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, warum sie denn vor Ort sind. Und da sind Sie mir mit Ihrem tollen Schild aufgefallen. Da würde ich Sie fragen, hätten Sie vielleicht kurz mal eine Minute was zu erzählen? Kommt auf die Fragen an, ja. Das, also wir beginnen eigentlich immer sachte damit, warum man heute hier ist. Und das Nächste, dann würde ich, eigentlich ergibt sich dann immer etwas, okay. Ja. Warum sind Sie heute hier? Weil ich mit der aktuellen Politik in keinster Weise einverstanden bin. Ja. Und weil ich finde, dass unsere Regierung nicht mehr die Interessen unseres Volkes vertritt, sondern eine fremdgesteuerte Politik macht, die sehr gefährlich ist. Okay, und dafür setzen Sie sich hier ein und da haben Sie extra ein Schild gemalt. Ja. Moment, kann ich hier da kurz... Ah, zack. Was haben wir da? Oh, grün, wir Frieden schaffen, immer mehr Waffen. Ja. Grün wirkt, wirkt, okay. Grün wirkt, immer mehr Frieden schaffen mit Waffen. Ja, grün stand für mich früher mal für Abrüstung. Für ein friedliches Zusammenleben der Völker, für ein vereintes Europa. Und in meinen Augen ist die Grüne Partei zu einer Kriegspartei mutiert. Ja, aber nicht erst jetzt, oder? Das ist nein, ja auch schon nein, älter. Das ist eine lange Entwicklung. Hm. Aber. Ja, Joschka Fischer ja auch schon unter denen. Ja, gipfelt jetzt in Annalena Baerbock, in Hofreiter. Also die ganze Partei ist mittlerweile auf Kriegskurs. Okay. Ich gebe meistens noch meinen Menschen, die hier zuschauen, die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Hätten Sie da, können Sie sich dem Internet aussetzen? Kann ich, ja. Okay, also habt ihr gehört, einen Satz schreiben mit hinten einem Fragezeichen dran und ihr stellt dieser bezaubernden Dame eine Frage. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Normalerweise sind die eigentlich ganz nett, aber das Internet macht manchmal ganz komische Sachen. Das weiß man immer nie. Wir sind auch gerade live, also ich kann hier sowieso nichts dran rumverfälschen. Es schauen auch viele Leute von der Antifa zu, die wollen immer, dass mir irgendwas passiert. Aber noch geht es mir ganz gut, glaube ich.
wenn die Antifa nicht provoziert, passiert auch nichts. Aber ja, meistens so kennengelernt. Wann sind Sie wach geworden? Ja, natürlich. Ich bin schon lange wach. Ich war schon 1980 in der Friedensbewegung sehr aktiv. Ich bin eigentlich eher wieder erwacht. Wieder erwacht? Ja. Das ist ja auch nicht schlecht. Man kann nie wach genug sein. Und noch eins, was halten Sie von der AfD? Das hat auch gerade jemand geschrieben. Ich mache keine Parteipolitik. Ich mache außerparlamentarische Opposition. Das heißt, ich schließe mich keiner Partei mehr an. Ich denke mit meinem eigenen Kopf. Okay, aber können denn nicht die Parteien letzten Endes doch für den Wandel sorgen? Nein. Nein? Nein. Okay. Also ganz klares Nein. Die Wende würde nicht geschafft, wenn nicht das Volk sich jahrelang dafür eingesetzt hätte. Ja. Okay, also da gebe ich Ihnen recht, so bei innerländlichen Angelegenheiten, ich denke, da kann man noch als Volk was machen. Aber nun haben wir ja mit der Ukraine eine außenpolitische Herausforderung. Darauf einzuwirken, hier von dem Land, ist schwierig, oder? Geht nur durch Druck von unten. Ich habe erlebt, dass es durch Engagement vom Volk die Raketenstationierung von Cruise-Missile und Pershing 2 verhindert wurde. Das wäre niemals geschehen, wenn in den 80er Jahren nicht Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen wären und diesen Prozess angeschoben hätten. Ja. Gibt Sinn. Die Leute hier im Chat wollen Sie trotzdem als Außenministerin. Fühle ich mich ein bisschen in zu großen Schuhen. Die Schuhe, die Annalena Baerbock hinterlässt, das ist eine Herausforderung, ihre Arbeit zu machen. Ja? Ja. Denken Sie nicht, dass Sie eine bessere Außenministerin wären als Baerbock? Ich bin ein guter Friedensdemonstrant, das reicht mir vorher schon mal. Okay, noch die letzte Frage. Sind wir viele? Wir werden mehr. Okay. Gut, da habe ich Sie schon genug gelöchert. Möchten Sie noch was loswerden? Ja, wenn die Menschen, die das sehen und glauben, dass wir für eine falsche Sache auf die Straße gehen, denen möchte ich einfach sagen, glaubt keinen Politiker mehr. Sie vertreten nicht unsere Interessen. Na gut, ich bin auch irgendwo Politiker. Ich bin Kreisrat. Ja? Es sind auch Menschen. Ja, es sind auch Menschen. Ja, aber auch die Politiker werden sehr stark instrumentalisiert. Und ich denke, es ist in der heutigen Zeit unheimlich schwer. Vielleicht auf der kleinen Ebene, ja. Aber ich sage mir immer, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Ja, ja. Und je weiter man den Kopf kommt, umso mehr stinkt es. Sind Sie eine Fischerin? Bitte? Sind Sie eine Fischerin? Ich habe das mit den Fischen nie verstanden. Ich dachte immer, irgendwie fangen ja auch die Innereien und sowas auch an zu stinken. Das sind ja dann auch nicht vom Kopf her. Ich bin keine Fischerin, ja. Aber ich finde es treffend. Okay, es gibt, sehr gut. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, ne? Und ich wünsche noch viel Spaß. Ja, danke. Alles Gute. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Das Sprichwort habe ich nicht verstanden. Weil, keine Ahnung, selbst wenn es dem Fisch schlecht geht und er stirbt, dann hat er ja trotzdem noch, keine Ahnung, seine Organe, die dort dann auch anfangen zu stinken. Ne? Keine Ahnung, ich esse ja gerne Fisch. Dann nehme ich das auch einfach zu wörtlich. Oh, alles gut. Aber wie viele hier da sind, also wer kurz zurückspult, da habe ich einmal den gesamten Demonstrationszug aufgenommen. Das jetzt hier zu sagen. Schönen guten Tag. Ich bin YouTuber aus Leipzig. Ich versuche immer so mit Menschen hier bei der Demo ins Gespräch zu kommen. Hätte jemand von euch vielleicht kurz Interesse mit mir zu reden? Am liebsten wärst mir natürlich du. Nein. Okay. Schade. Warum nicht? Ich bin so ein netter Kerl. Das hat nichts damit zu tun. Man kann den YouTubern einfach nicht vertrauen. Vielleicht jemand anderes? Gar nicht?
Ein Wort sagt mehr als... Nee, ein Flyer nicht. Okay. Ja, die Frage ist halt nur, warum seid ihr hier? Das ist meistens so, dass das Erste. Und dann ergibt sich meistens was. Ja, gut, weil wir gegen Kriegstreiberei heute auf der Straße sind. Ja. Okay. Und wo findet die Kriegstreiberei statt? Na gut, wir werden von Amerika so schon seit Jahrzehnten gemacht. Haben wir es in Syrien gesehen, haben wir es in Libyen gesehen, haben wir es in Afghanistan gesehen, in Irak. Jetzt auch die in der Ukraine, wo der Armee sich stark einmischt und Waffen liefert. Und ja. Warum denkst du, macht der Ami das? Ja, um natürlich seine geostrategischen, machtpolitischen Ziele zu erreichen. Okay, also geht es immer nur um die Macht sozusagen? Ja gut, klar, Ressourcen geht es da geht's um ganz, ja, ganz viel. Okay, dann tragt ihr ja hier gerade ein Schild hoch, da steht drauf, Moment, Volksfeinde anklagen, Politikerhaftung umsetzen. Wie ist das gemeint? Ja gut, wir haben natürlich Politiker, die nicht die Interessen des deutschen Volkes vertreten. Ich glaube nicht, dass die meisten Deutschen einen dritten Weltkrieg provozieren wollen. Also ich nicht, nee. Und das sind ganz vielen Dingen einfach so, wo gegen die Interessen des deutschen Volkes gehandelt wird und wo die Politiker nicht unsere Interessen vertreten. Ja. Und die müssen natürlich irgendwann angeklagt werden. Frieden, Freiheit, ja. Souveränität! Frieden, Freiheit, Souveränität! Meinst du nicht? Frieden, Freiheit, Souveränität! Okay, aber meinst du nicht, wenn dann die Leute die Haftung dafür übernehmen müssen, die Politiker, dass dann vielleicht irgendwann niemand mehr Politiker sein will? Naja, wenn die, man muss das ja auch feststellen können. Also natürlich kann man dann natürlich verschiedene Meinungen zum Thema haben. Aber wenn ich nur gezielt immer was das gegen die Interessen mache, dann ist, muss man natürlich auch jemand zum Recht ziehen. Also, was jetzt momentan auch abgeht mit der Kanzler Scholz, dass das diese ganze Cum-Ex-Geschichte zum Beispiel, dass diese Leute einfach geschützt werden und nicht angeklagt werden, das kann ja auch nicht sein. Man kann dann ja als Politiker nur, wenn man mal gewählt wurde, man kann dann nicht. Aber nicht weggesperrt, was ganz anderes machen. Ja. Ja. Hat auch mal ein Politiker gesagt, als er genau das Gegenteil gemacht hat von dem, zu dem er gewählt worden ist, hat er dann gesagt, er lernt ja noch. Ne, man lernt ja auch dazu und nie aus und dann hat er halt seine Meinung geändert. Ja, da kann man seine Meinung ja ändern, aber wir gehen ja davon aus, dass das ja gezielt auch extra gemacht wird. Also dann auch viel der Ami uns auch viel beeinflusst, auch Party Baerbock, die in so einem bestimmten Zirkeln kreisen ist, dass die natürlich ganz genau wissen, was die tun. Man kann ja nicht sagen, alles ist Dummheit. Aber dann würden wir dann den Politikern ja alle Dummheit unterstellen. Das glaube ich nicht. Ja, man soll niemandem eine böshafte Absicht unterstellen, wo Dummheit ausreicht, der aber so viel Dummheit weiß. Gut, dann mache ich das eigentlich so, dann gebe ich immer noch dem Chat eine kurze Möglichkeit, dir eine Frage zu stellen, wenn du nichts dagegen hast, dich hier dem Internet auszusetzen. Dann, ihr wisst, wie das läuft, einfach ein Satz mit einem Fragezeichen, dann wird hier Menschen gelöchert. Normalerweise dauert das nicht lange. Ja, danke Kilo Sprotte, dass du hier für Ordnung sorgst im Chat. Es gibt immer so viele Störer, die versuchen, das hier irgendwie zu nerven oder sowas. Okay, Meinung von der AfD, schreibt hier einer. Ja, ist auch eine Partei, die ganz normal im Parteispektrum halt ist. Ja. Und die jetzt man auch noch nicht verteufeln sollte. Okay, ja. Beste Partei. Gut, mehr Fragen? Noch mehr Fragen? Noch mehr Fragen? Na, hat niemand mehr eine Frage scheinbar. Dann frage ich dich, willst du noch was loswerden? Ja, Amigo Home, für die eine freie Souveränität für Deutschland. Oh, danke. Dann alles Gute, ne? Ja, ich wünsche dir was. Was? Die da, wo, da, Dave Lott. Aus welchem Loch kam Dave Lott denn? Das ist wahrscheinlich ein Störer. Ein Fragezeichen. So, dann gehen wir mal weiter durch die Demo. Weichreite. Reichweite? Weichreite. Weichreite. Genau. Wie weich und breite. Genau, wie Reichweite nur alt vertreten. Okay, ja. Alles klar. Jo. Ihrer Macht riskieren Sie die Existenz des Planeten.
Na, da bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Schönen guten Tag, darf ich Sie kurz stören? Haben Sie was gegen die Kamera? Gestern auch in Berlin? Also am Livestream verfolgt. Ach so. Jetzt mal kurz vor dem Livestream sein. Ich bin doch ein Netter, ich mache doch keine gemeinen Fragen. Darüber reden wir wieder. Erstmal schönen guten Tag. Ja, hier ist ja jemand hinter uns gerade fleißig am Zählen. Ja, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Was schätzt du, wie viele Demonstranten sind hier heute? Ich kann es schlecht schätzen. Eben auf dem Platz sah es nicht so viel aus. Ja, auf den Plätzen sieht das nie viel aus. Aber wenn sich das dann erstmal alles in Bewegung setzt, ist es ja schon dann noch, zieht sich in die Länge dann, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das stimmt. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alles, was ich jetzt sagen würde. Würde dich belasten. Über 2000, hoffe ich. Ja. Gell? Oder? Was denkst du? Also ich bin schon auf so vielen Demos gewesen. Und ab dem Punkt, wenn es so mehrere tausend geht, kann man es eigentlich kaum noch überblicken. Ja. Dann braucht man schon einen Zähler die ganze Zeit und muss da durchticken. 1300 schon. Wir sind jetzt bei 2300, sorry. 2300. Okay. Also ich, wenn ich raten müsste, würde ich jetzt sagen 3000. Okay. Was sagst du? Mehr oder weniger? Ich glaube, mehr nicht, aber vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Okay. Aber es ist immer sehr genau. Also sagst du weniger, ja? 3000 kommt bestimmt hin. Okay, also ich hätte jetzt gesagt, können wir ja um was wetten, deinen Luftballon da zum Beispiel. Ja. Wenn du gewinnst, kriegst du eine Muschel von mir, eine Weichmuschel. Eine Weichmuschel? Wie muss ich mir eine Weichmuschel vorstellen? Oh Gott. Ach so. Moment. Ich hab sie einsteckt. Eine Weichreitenmuschel? Ja, Moment. Oh, meine Finger sind erfroren. Ich gehe nämlich immer an der Ostsee. Ich mag die Ostsee und die Nordsee. Und da gehe ich immer meine Muscheln sammeln. Wir können ja einen Tausch machen. Was ist das hier? Insekten? Sind nahrhaft. Ja. Insekten. Ein Geldschein. Und hier ist auch noch eine kleine Info hier unten vom Klartext Rhein-Main-Gebiet. Ja. Kann man draufklicken. Okay. Zeitung. Kann man sich informieren. Aber Okay, doch. Ach komm. Okay, mach mal die Werbung. Warte, ich gebe dir noch eine andere. Oje, das sind erstmal die Taschen voller Geld. Mal gucken, wann die Dinger wert sein werden als der Euro. Ja. Das sind verschiedene. Deutschland verrecke, okay. Krieg, auch mit Zitaten der Krieg Politiker. Ist, Krieg ist Frieden, ja, sehr gut. Das ist von 84. Ja. Sippere Audi. Freiheit ist Sklaverei. Wenn Ihnen die Spritpreise zu teuer sind, kaufen Sie sich doch ein Auto. Ein E-Auto. Ein E-Auto. Ja, genau. Sehr ehrlich. Sterberate impfen siebenmal höher. Was? Sterberate ist im Impfen siebenmal höher. Ist mit Impfen siebenmal höher? Ich weiß nicht, er hat es wohl irgendwann mal gesagt. Okay. Hier unsere. Gott, das wäre gut. Unsere liebste aller Außenministerinnen. Ja. Ganz kurz, wir beide. Immer, ja, natürlich. Aber es ist ein Foto mit mir. Ja. Er sagt das doch einfach, Mensch. Alerta. Alles klar, alle. Mach's gut. Ja. Und lieber schießen als verhandeln. Das hat Baerbock gesagt, ja? Jedenfalls hat sie gesagt, egal, was meine deutschen Wähler denken. Ach so, okay. Nicht, dass wir hier Frau Baerbock noch ein falsches Zitat in den Mund legen. Das wollen wir natürlich gar nicht. Dann drehen wir uns vorher um 360 Grad. Genau, also bevor wir hier falsche Aussagen machen, drehen wir uns vorher die ganze Zeit 360 Grad im Kreis. Ja. Richtig.
Okay. Und wie gefällt dir die Demo bisher? Ist gut, ja. Ist gut, gute Redner. Gute also, Stimmung. Ja, ja, nette Leute. Ich dachte am Anfang, wo sich die Polizei vor die Demo gestellt hat, das war's. weiter kommt ihr nicht an die Airbase, aber ging dann doch noch. Mhm. Aber da kommt immer noch mehr, ne? Wir sind ja jetzt schon bei 3.500. Wer hat das bis jetzt gezählt? Ja. Was steht denn drauf? 2.600? Okay. Ja. Und es wird weiter gezählt hier und weiter gezählt. Christoph! Hier! Oh Gott, aber die Polizei sorgt hier auch für. Meinst du, die passen eher auf, dass hier nichts den Demonstranten passiert? Oder passen die lieber auf, dass hier die Demonstranten nicht amok laufen? Was denkst du? Ich glaube, die passen auf uns auf. Sind ganz entspannt. Ja, vor den Amerikanern nicht, dass hier noch die eine oder andere Drohne anfängt, hier ein paar Demonstranten als Ziel zu nehmen. Wir haben schon andere Polizisten erlebt, ne? Ja. Ja. Ja, ja, es war alles schon mal wilder, ja. Auch da in Berlin vor allem. Ja. Es war ja gestern ganz, ganz entspannt. Aber gut, die können halt unter Sarah Wagenknecht auch nicht sagen, dass das alles Nazis sind, die da zu der Demo gehen. Hat T-Online ja schon geschrieben wieder, dass da auch Rechtsradikale dabei waren. Nein, Elsässer haben sie ja vor online. Weil, dass er ja Rechtsextremist wäre und keine Ahnung, da gestört hätte. Und was denkst du, wie viele es gestern waren? Oh. Kannst du auch schlecht schätzen, also, oder? Ich stand ja auf der Bühne und habe mir das dann nochmal angeguckt. Das war halt ein Meer an Menschen, da konnte man nicht abschätzen, wie weit das geht. Aber ich denke schon so 15.000, 20.000. Das kommt schon hin. Also wenn das hier 3.000 jetzt waren, da waren das auch so 20.000. Wer die Zeitung liest, weiß nur, was in der Zeitung steht, aber nicht, was wirklich in der Welt geschieht. Jetzt haben wir gleich den aktuellen Stand der Teilnehmer. Denken Sie selbst. Jetzt haben wir gleich den aktuellen Stand der Teilnehmer. Werden Sie kritischer. Vielen Dank. Und hinterfragen Sie das, was Ihnen widersprüchlich erscheint. Oh. Sorry, kann ich dich kurz stören? Ja. Kannst du das Ergebnis der Zählung durchgeben? Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. 2.840. Okay. Vielleicht noch ein paar einzelne mehr. Ja. Alle. Und 2.8, 2.9 vielleicht. Okay. Vorher, weil es sind vorher einige schon gegangen. Viele sind unter dem NATO-Konflikt der USA gegen Russland durch deutsche Panzer. Also, anstatt die Besorgnis der deutschen Bevölkerung ernst zu nehmen und die Wirtschaft vor weiterem Schaden zu bewahren, nimmt die Machtergreifung der grünen Ideologie immer krankhaftere Flammen an. Aber sie hatten ja jetzt noch vor der Bundestagswahl im September 21 sprachen sich die Grünen gegen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete aus und betrügen nun auch ihre eigenen Wähler. Ist das laut? Warum muss ich immer neben diesen Lautsprecherland? Sowohl die Sanktionen gegen Russland als auch die Kriegsbeteiligung Deutschlands durch Waffenlieferungen in die Ukraine ablehnt. Welches Unheil eine totalitäre Gesinnung hervorbringen kann, sollte gerade in Deutschland nie vergessen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch auf Deutschland wieder Bomben fallen. Um das zu vermeiden, fordern wir Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Ach, lol. Ein Fan. Hallo, freut mich. Ich würde ja echt gerne mit dir reden, aber alles ich bin immer neben den Lautsprechern. Ja. Das ist ein Traum. Ich muss ihn erst mach so weiter. Danke. Alles Gute, ne? Danke. Ist das aus der historisch dunklen Vergangenheit Deutschlands zu verantworten? Anstatt sich für Friedensverhandlungen einzusetzen und Diplomaten zu schicken. Gegen Demonstranten, herrlich. Tötungswaffen produzieren und provozieren somit einen russischen Gegenschlag für einen dritten Weltkrieg. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch auf Deutschland wieder Bomben fallen. Um das zu vermeiden, fordern wir Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Frieden schaffen ohne Waffen. Entschuldigen Sie, können Sie kurz sagen, warum Sie heute hier sind? Entschuldigung, können Sie kurz sagen, warum Sie heute hier sind? Bitte? Können Sie kurz sagen, warum Sie heute hier sind? Von
irgendwelche Fernsehsendungen? Ich bin selbstständig, ich mache das hier live auf YouTube gerade. Warum ich da bin? Genau. Ich habe meine Stimme verloren. Ich bin gebürtig aus der Ukraine, ja? Ja. Ich komme aus der Ukraine. In meinem Land werden Leute getötet, ja? Ja. Gnadenlos werden erschossen, Kinder, Frauen. Ich habe auch viele Verwandte und Freunde verloren. Ja. Die Russen sind zu uns ins Land gekommen. Ja. Die Russen erschießen uns. Nicht die Amerikaner, nicht die Deutschen, nicht die Europäer. Ja. Und ich bin heute da, weil die Russen hier fordern, dass Waffen nicht geliefert werden an die Ukraine. Entschuldigung. Also Sie gehen jetzt zum Auto zurück? Ja. Stimmt das? Okay, gut, dann können Sie ja auch ohne uns machen, oder? Ja. Dann danke. Kommen Sie gut heim. Danke, ja. Also weil Waffen nicht gefordert, weil hier gefordert wird, dass man Waffen nicht an die Ukraine sendet, ja. Deswegen setzen Sie sich ein, dass man wieder ich weiter... Ich bin dafür, dass Waffen an die Ukraine geliefert werden, ja. Aus dem Grund, weil die Ukrainer nur mit Waffen sich befreien können. Mhm. Sie können sich nicht mit dem Stock, mit dem Faust befreien, von russischer Armee, die mit Waffen ins Land einmarschiert ist, okay. Oder? Also es gibt ja auch das Gerücht, dass man da an diesen Grenzgebieten, in diesen Separatistengebieten, ja. Viele Russen hatte, denen man das nicht mehr erlaubt hat, Russisch zu sprechen in der nicht. Schule. Das stimmt nicht. Ich kann jetzt mit ihnen auch Russisch sprechen. Meine Freunde können auch Russisch sprechen. Hm. Auf der privaten Ebene ist es gar kein Problem. Daraus wurde Politik einfach gemacht. Es stimmt nicht, dass irgendwas verboten wurde. Okay. Wir sprechen weiter Russisch. Da ist mal eine Geflüchtete aus der Ukraine, eine Frau aus Nikopol. Ja? Haben Sie was gegen eine Kamera? Nein. Also ich meine, die Dame, Sie haben... I just don't speak German. Es ist okay, nur damit man... Aus Nikopol, ja? Sie hat schon immer Russisch gesprochen. Sie hat schon immer Russisch gesprochen. Hm. Und ich komme aus dem Westen der Ukraine. Ich weiß nicht, wo liegt das? Nikopol, das ist im Osten. Das ist der Osten. Ist alles zerstört bei ihr. Ihr Haus zerstört, ihre Familie, alles, ja? Sie kann leider kein Deutsch, Englisch, du kannst gut Englisch. Sie kann Englisch. Okay. Sie können fragen, sie Antwort auf Englisch. Okay. Es gab nie Problem, dass wir Russisch sprechen. Sie spricht mit ihren Kindern Russisch, ja? Die Russen haben daraus Politik gemacht und dieselbe Politik versuchen sie jetzt hier in Deutschland zu machen. Ja. Sie geben sich jetzt aus hier für die Deutsche. Mhm. Die laufen hier durch. Wir sind die Deutschen, ja? Mhm. Deutsche Politik. Wir fordern, wir möchten, dass die Waffen nicht geliefert werden. Mhm. Wir sind die Deutschen. Das sind keine Deutschen. Das sind Deutsch-Russen. Das sind die Russen, die hierher gekommen sind vor Jahren. Die Bürger geworden sind, so wie ich. Ja, ich bin auch deutsche Bürgerin. Ja. Und im Herzen und in der Seele bin ich immer noch Ukrainerin. Und es tut mir leid, was jetzt alles passiert. Und ich finde das tut jedem leid. Na, aber kennen Sie denn das Sprichwort, im Krieg stirbt immer die Wahrheit zuerst? Ich weiß, ich weiß. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Mhm. Aber Frieden, das ist nicht nur ein Wort aus Buchstaben, ja? In dem Wort Frieden ist ein bisschen mehr, dahinten steckt ein bisschen mehr. Mhm. Und dieses Wort haben die Russen verletzt, ja? Nicht die Ukrainer. Mhm. Die Russen haben die Ukraine angegriffen. Mhm. Klar, also ich kann ja das jetzt hier auch nur aus meiner Sicht sagen. Ich meine, ich bin tausende Kilometer entfernt. Ich bilde mir gar nicht ein, dass ich da weiß, was da passiert. Sie können gerne mit mir am Montag fahren. Ich fahre morgen in die Ukraine. Ja. Bring medizinische Hilfe hin. Klar, ne? Im Grunde sehe ich da irgendwo zwei Weltmächte an der Ukraine ziehen. Ja. Ne? Und da wird so viel Propaganda und Gegenpropaganda gemacht, dass ich da bei Gott nicht durchblicken kann. Viel Propaganda und es ist auch sehr viel Propaganda hier in Deutschland angekommen. Mhm. Sehr viele soziale Medien werden jetzt streng kontrolliert. Ja? Ich merke auch, dass viele meine Kommentare bei sozialen Medien entweder verbergt oder gelöscht werden, ja? Weil die Meinung einfach den Propagandisten nicht passt. Ja. Die meisten haben Profile auch mit vielen Follower, verstecken sich hinter den Ukrainern, verbreiten weiter dieses Hass zwischen Ukrainern und Russen auf privater Ebene. Auf privater Ebene gibt es keinen Hass, ja? Ich hatte auch Freunde, ich habe bis heute Freunde, Russen, ja? Wir verstehen uns, aber das, was jetzt passiert, das ist nicht in Ordnung. Dass die Menschen hier heute in dieser Stadt verlangen, dass Waffen nicht geliefert ist, das finde ich auch nicht in Ordnung, weil wir können uns befreien nur, wenn wir Waffen bekommen. Mhm. Und Frieden kommt nur, wenn die Russen ihre Waffen niederlegen. Ja? Mhm. Dann kommt Frieden. Mhm. Anders kommt kein Frieden. Mhm. Wir können nicht verhandeln mit Mördern, mit Leuten, die unsere Frauen vergewaltigen. Können wir nicht verhandeln. Mhm. Können wir das auch nicht verzeihen. Sie würden vor Gericht auch niemandem verzeihen, wer ihre Frau vergewaltigt hat oder wer ihr Kind getötet hat. Das ist richtig. Wenn ein Richter sagen würde, schauen Sie bitte her, ich weiß nicht, wie Sie heißen, dass Sie jetzt irgendwie zu Frieden Sebastian. Kommen. Sebastian, ich bin Viktoria. Hallo, Viktoria.
Hallo. Stimme Merlo Ukraine. Ukrainisch gehen. Noch einmal, Scheras, давайте Scheras. Noch einmal, wir будем співати. Wird gerade getrompetet für die ukrainische Flagge. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. So, ihr könnt euch jetzt auch Fragen überlegen, die ich gerade da stellen möchte, wenn ihr möchtet. Einfach einen Satz mit einem Fragezeichen. України ні славнеться доля. Ein Fragezeichen, einen Satz mit einem. Ich würde ganz gerne noch dem Internet die Chance geben, dir eine Frage zu stellen, wenn du dich dem aussetzen willst. Ja. Wir sind jetzt live bei welchem Sender? YouTube. Ja, wir sind immer auf YouTube Sebastian. Hier. Warum kämpft? Okay. Das ist kleine krasse. Warum kämpft? Frag mal deine Follower, ob sie eine ukrainische Hymne jetzt hören möchten. Da freiwillig die Kinder stehen jetzt im Fenster, sind bestimmt geflüchtete Kinder aus der Ukraine und spielen uns die ukrainische Hymne vor und wir können das vorsingen. Frag mal, ob jemand das hören möchte. Ja, haben sie ja gerade gehört, nämlich mal stark. Haben sie das gehört? Natürlich. Hier hat man die Frage und zwar sollte ich dich nach Nazis fragen in der Ukraine. Nazis, wissen Sie, die Russen, wenn sie nicht mehr wissen, wie sie hier wie sie sich entschuldigen vor anderen, dann bezeichnen sie einfach alle als Nazi. Ich bin kein Nazi. Die Deutschen sind Nazis. Natürlich, es gibt Minderheiten. Es gibt Minderheiten und es ist auch nicht ausgenommen, dass die Menschen, die hier vorbeigelaufen, auch zu diesen Minderheiten gehören. Es ist nicht ausgenommen. Ich möchte niemanden bezeichnen als Nazi und ich möchte auch nicht, dass jemand mich bezeichnet als Nazi, weil ich kein Nazi bin. Mir tut mein Herz, meine Seele weh, weil die Ukraine angegriffen wurde, die Ukrainer massenhaft vernichtet werden, massenhaft, ja. Das, was in Bachmut jetzt passiert, was in Bucha passiert ist, Mariupol, ja, die Zahlen noch rauskommen, wie viele Menschen gnadenlos getötet wurden. Mhm. Ich habe vorgestern eine Rede gehalten, übersetzt eine Rede von einer Rechtsanwältin aus Kharkiv. Er hat gesagt, die sind zu uns ins Haus reinmarschiert und haben nach meinem Bruder gesucht, nach meinem Bruder. Und hätten sie ihn gefunden, hätten sie ihn erschossen gleich, weil sie sehen in jedem Mann eine Gefahr, dass der Mann als Verteidiger der Ukraine gehen könnte. Mhm. Ja? Okay. Noch eine Frage. Sobald sie männlich sind, werden sie erschossen. Ist es normal? Natürlich ist nicht. Ist es kein Nazi? Überhaupt, ist es kein Faschismus? Dass man jemanden erschießt, ist nie richtig. Ja. Noch eins, was hier jemand geschrieben hat, war, was war vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine? Da gab es ja auch schon sehr viel Putscherei und es gab ja auch schon da Aufstände. Was, wieso? Was war da, was steckte da dahinter? Schauen Sie mal, 2014 hat es alles angefangen, wo Janukowitsch noch an der Macht war. Janukowitsch, das prorussische Präsident, er wurde an die Macht von Putin gebracht. Ja? Da wurden auch Verträge unterschrieben, das Land entwaffnet. Ja? Also, wir haben nicht genug Waffen gehabt, das wusste Putin. Ja? Und unser Volk war gegen Janukowitsch. Unser Volk hat Janukowitsch nicht gewählt. Was schreiben Sie alle hier? Boah, Sie schreiben so viel. Volk in Deutschland, furchtbar. Ja, gut. Furchtbarer sind die Menschen, die hier an uns vorbeigelaufen sind, als die Wolke, finde ich. Ja, aber gut, diese Menschen wünschen sich halt Frieden. Ne? Und die haben eben auch ihren Blick auf die Dinge. Die sehen halt, dass sich die NATO immer weiter ausbreitet, eben auch immer weiter an Russland eben heranrückt. Sehen Sie Und dass man dann letztens eben auch Fernstreckenraketen im Bündnisfall in der Ukraine. Ja, ich verstehe. Die Ukraine kämpft jetzt im Moment auch für die Europa mit. Die Ukraine kämpft nicht nur für sich. Ja? Und ich sehe hier Gefahr, dass einfach mal der Dritte Weltkrieg anfängt. Obwohl ich bin der Meinung, das ist schon angefangen. Nur das wird jetzt auf dem Territorium von der Ukraine ausgeübt. Ja? Mhm. Und wenn schon das angefangen ist, dann sollten auch Waffen geliefert werden. Weil sonst ist das einfach Volkvernichtung, ukrainisches Volkvernichtung. Ja, und viele Menschen, die hier halt langlaufen, die wünschen sich natürlich auch nicht den Dritten Weltkrieg. Ne? Und die sind da eben der Meinung, dass man eher an den Diplomatietisch kehren sollte und eher verhandeln sollte, bevor also man... Also verzeihen, alle Mörder... Ja, verhandeln heißt ja nicht verzeihen. Was heißt verhandeln? Verhalten. Mit Russland. Was heißt verhandeln? Er hat doch gesagt, entweder gibt ihr mir die Hälfte von der Ukraine ab, und dann gibt es Frieden. Hat er gesagt, die Hälfte?
Donbass, das ist fast die Hälfte, ja, Donbass und alle die Gebiete. Und Krim hat er sowieso mitgenommen, also annexiert. Krim wurde schon genommen. Und einige Zeit haben die Ukrainer auch stillgehalten, oder, wo Krim aufgenommen wurde. Ja. Ja. Und da hatten alle gedacht, das hört damit auf, ja. Was hat es angefangen? Er wollte noch mehr nehmen. Wenn er dann Donbass nimmt, dann möchte er noch mehr nehmen. Okay. Dann ist so. Er an polnischer Seite. Meinst du, dass das auch Russland niemals aufgehört hätte, sich die Gebiete der Ukraine zu annektieren? Ich bin der Meinung, dass Russland nie aufhört. Dass Russland nie aufhört und auch wenn die Ukraine aufgenommen wird, was ich auch nicht denke, die Ukraine, Ukraine ist ein starkes Volk. Wir werden bis zu Ende kämpfen, bis wir uns befreien. Und wir werden auch bis zu Ende dann Waffen fordern und ich hoffe, wir bekommen diese Waffen und unsere Verteidiger schaffen das, befreien unser Land und dann können wir uns aufbauen und auch wie ein friedliches, europäisches, demokratisches Land wie Deutschland auch ganz gemütlich mit unseren Kindern am Sonntag spazieren gehen und nicht zu solchen Demos kommen und alleine gegen Tausende hier stehen und sagen, Russland ist ein Terroristenland. Aber wo ist der Punkt? Wo sind die ukrainischen Demonstranten? Ja, hier gehen ja Tausende Gegner jetzt hier auf die Straße. Ich sage Ihnen, das ist nicht so bekannt, das wurde nicht so bekannt gegeben, ja, in Medien. Es gibt diese Kanäle, russische Kanäle, wo die zwischen sich dann kommunizieren. Die geben auch nicht so weit, dass so ein Demo stattfindet. Wir haben das zufälligerweise ausgefunden im Internet, weil ich schon in Frankfurt dabei war. Dann habe ich diese Menschen ein bisschen so nachverfolgt und geschaut, wann die nächste Demo ist. Und dann wollte ich unbedingt hierher kommen. Ich bin mit meinem Auto hierher gekommen. Ich sage Ihnen, viele Ukrainer, die geflüchtet sind, die sind hierher mit Kindern gekommen. Auch sehen Sie die Frau mit vielen Kindern. Gut, vielleicht traut sie sich nicht, hier rauszukommen. Ja, die Russen. Sie weiß, dass es meistens Russen sind. Ich bin 20 Jahre hier in Deutschland. Ich weiß, dass man hier auch die Meinung sagen könnte, auch wenn sie anders ist und auch wenn vor dir tausende Menschen sind, die anderer Meinung sind. Ich habe keine Angst, meine Meinung zu sagen. Und ja, ich habe Mitleid einfach mit Menschen, mit Ukrainern, die geflüchtet sind. Und ich weiß, die Ukrainer sind dafür, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden. Die warten darauf, dass sie zurück in die Ukraine kommen, dass sie wieder ihre Männer sehen und dass sie wieder ihre Häuser aufbauen können, wieder leben können, so wie das Leben vorher war. Okay. Noch eine letzte Frage, dann können Sie uns warm. Sie fehlen ja hier auch schon. Sagt Ihnen Bandera was? Bandera, wissen Sie, wer Bandera ist? Bandera das stand da in dem, ist schon in dem gestorben Chat. Vor Jahren. Und Bandera war immer für die Freiheit und Demokratie auch in der Ukraine. Und Bandera wurde einfach irgendwie zu so einem Teufel gemacht von putinischer Propaganda, ja. Und ich glaube, viele von diesen, ich nenne sie Putinisten, Propagandisten, bis heute nicht wissen, dass Bandera schon gestorben ist. Er ist nicht gestorben, anscheinend wurde er umgebracht in München und in München ist er beerdigt worden. Aber es wurde aus diesem Bandera so ein propagandistisches Teufel gemacht, ja? Den gibt es nicht mehr. Der Mann war für Freiheit, für Frieden, wurde auch von Russen, ich nenne es so, wie es war, wurde auch von Russen vergiftet oder keine Ahnung, auf jeden Fall, der ist in München in seiner Wohnung im Treppenhaus, glaube ich, oder ist gestorben oder wurde umgebracht, ich weiß nicht, kann es nicht sagen. Okay, alles klar. Aber Bandera gibt es schon lange nicht mehr, ja? Und wir haben auch Meinung, wir können auch mit unserer Meinung raus. Ich bin deutsche Bürgerin, ich bin keine irgendwie Bandera-Anhängerin oder Putin-Anhängerin. Ich kann einfach sagen, was ich sagen möchte. Ich sehe die Menschen, die hierher gekommen sind. Ich weiß, warum sie hierher gekommen sind. Sie sind nicht freiwillig hierher gekommen. Sie sind geflüchtete Menschen, die Häuser verloren haben. Viele Frauen wurden vergewaltigt. Wir arbeiten zusammen mit Psychologen. Das, was wir alles mitbekommen, wie brutal sie dann vergewaltigt wurden, auch vor Augen von den Kindern. Also das hat mit Bandera nichts zu tun. Und das, was die Russen verbreiten, das ist einfach reine russische Propaganda, nicht mehr. Jetzt fällt mir das ein, was Sie gerade gesagt haben, geflüchtet von der Ukraine. Polen ist ja eigentlich auch noch ein Land, was eigentlich auch sicher ist. Warum Deutschland?
Viele sind in Polen. Polen ist mittlerweile voll, also überfüllt. Ich bin mit meinem Mann auch im März nach Polen gefahren und habe dort in einem polnischen Lager Ukraine abgeholt, weil da gibt es so, ist es mein Handy, Entschuldigung, da gibt es so Märkte, wie bei uns zum Beispiel Metro oder Globus, riesengroße Märkte. Ja? Sie wurden so Zwischenlager geschaltet und wurden einfach Feldbetten draufgestellt und da waren Tausende von Frauen und Kindern, ja, die einfach gewartet haben, bis jemand sie abholt. Und da wurden wirklich viele Busse auch aus Deutschland dahin geschickt, aus Gemeinden, aus Städten. Auch unser Bürgermeister hat Busse hingeschickt und diese Frauen wurden abgeholt und dann in die Städte gebracht und wurde geschaut, wo sie hier dann bleiben finden. Polen ist wirklich sehr überfüllt. Polen hat sehr viele Geflüchtete aufgenommen, sehr viele. Und die Menschen hätten auch dort bleiben können, wenn Polen dann nicht gesagt hat, wir haben einfach keine Wohnungen mehr. Ja? Und ich weiß nicht, ob da bis heute noch viele sitzen in diesen Zwischenunterkünften und warten, bis jemand sie abholt, keine Ahnung. Aber mittlerweile ist auch Deutschland überfüllt. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland keine Wohnungen mehr. Und soviel ich weiß, auch Stadt Mannheim hat Stopp gestellt, weil ich glaube, über 5000 Geflüchtete aufgenommen, das Kapazitäten sprengt. Okay. Noch eins zum Schluss, kann man mit Ihnen irgendwie Kontakt haben? Ich würde mir auch selber ganz gerne mal ein Bild machen von der Ukraine. Sie können auch gerne mit mir in die Ukraine fahren. Ja, das würde mich halt wirklich mal interessieren. Ja. Ne? Wie kann man Sie kontaktieren, wie geht das? Ich kann Ihnen mal hier meine Handynummer geben, wenn Sie sie nicht veröffentlichen. Natürlich, natürlich wird hier nichts. Wie viele Menschen haben uns zugeschaut? Wir gucken, knappe 800 gucken hier gerade zu. 800, ja. Wir sind ja live, das ist so. Ja. Das ist gar nicht Moment. Ich hab doch Schreiben Sie was Gutes oder was Schlechtes? Das ist alles. Erzähl nicht so ein Quatsch. Moment, erzähl nicht so ein Quatsch. Ich wohne neben einer Großstadt. Aber die unterhalten sich ja auch miteinander. So, okay. Ne? Ich weiß auch nie, was da. So, wenn Sie möchten, können Sie das hier eintippen. Ja. Wenn die Finger überhaupt noch fähig dazu sind. Ich zitter. So. Gut. Dann rennen wir gleich nochmal. Ja, genau, ja. Und daher ist jetzt auch noch ein gutes Stück verpasst wahrscheinlich gerade. Ja. Ja. Aber wenn Sie mit mir in die Ukraine fahren und Ihr Publikum die Ukraine sehen möchte, nehme ich Sie gerne mit. Hm. Ich fahre jetzt für eine Woche hin. Wir bringen medizinische Hilfe. Wann geht's los? Morgen am Montag. Morgen Montag. Oh. Morgen ist schon Montag. Wir fahren dann bis nach vorne. Ja. Bringen Medikamente hin und dann fahre ich nach Kiew, dann besuche ich noch Bucha, mache mir ein paar Bilder von Bucha und dann komme ich zurück. Okay, wie lange fahren Sie? Eine Woche. Eine Woche, ist eigentlich gut, aber Montag ist der schlechteste Tag, weil ich da immer Demos in Leipzig mitnehme und darüber berichte. Das ist wirklich, Montag. Könnte ein Montag auf mich verzichten? Ich glaube nicht. So, ich rufe mich selbst an. Genau, und wann fahren Sie da los? Morgen? Ja. Morgen Mittag. Mittag. Mit vier Autos. Vier Autos? Mit vier Bussen, vor allem Medizin. Krass, krass. Wir haben auch ein Auto von RTL 2 bekommen, von der Sendung Alt gegen Neu. Ja. Und wir werden das auch aufnehmen, die Fahrt. Müsste klingeln, oder? Hm. Moment. Oh Gott. Fahr mit, ja. Muss ich noch abstimmen lassen, ob ich in die Ukraine fahre oder ob ich morgen mit bei der Demo bin. Soll Sebastian mit mir in die Ukraine fahren oder soll Sebastian lieber hier in Deutschland bleiben? Ja, Sebastian kann wir machen auch da demokratisch eine Telegram-Umfrage auf meinem Telegram-Kanal. Du kannst auch vieles berichten. Wir treffen Ärzte, wir besuchen auch Verletzte im Krankenhaus. Mhm. Wir schreiben Interviews für RTL 2. Ja, solange wie ich da eine Übersetzung habe, ist alles gut. Super. Ich bin deine Übersetzerin, deine Dolmetscherin und keine Ahnung. Und kann dich auch beschützen. Oh je, das wäre natürlich das Allerbeste. Gut, dann alles Gute. Ne? Kommt gut nach Hause und erkälte dich nicht. Ne? Ciao. So. Ja, wir berichten ja von allen Seiten. Wir machen keine einseitige Propaganda. Machen eine mehrseitige Propaganda. Ja, wie heißt so schön? Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Daran sollte man sich messen. Oh Gott, ich sollte vielleicht mal mein Handy laden. Wenn es nicht schon zu spät ist.
sollte der Stream gleich abbrechen, wisst ihr, dass ich mich völlig verquatscht habe, nicht dran gedacht habe, mein Handy zu laden. So, wie sieht's aus? Ah, Glück gehabt. So. Jetzt suchen wir mal wieder die Demo. Oh Gott. Wir sind doch jetzt meilenweit weggelaufen. Hört schon gar nichts mehr. Slava Sebastian, genau. Kommen schon wieder Demonstranten entgegen. Servus, ist die Demo schon vorbei? Immer weiter geradeaus. Okay, warum gehen jetzt so viele schon wieder zurück? Ja, warum staut sich da? Was staut sich jetzt da? Es ist also viel mehr los, als bis ans gedacht davon ist. Und, wir kommen ja jedes Jahr mit einer anderen. Ne? Ja. So haben Sie was gegen eine Kamera? Bitte? Haben Sie was gegen eine Kamera? Nee, aber was soll ich schon sagen? Nur was passiert, das reicht schon völlig. Sie machen das gerade hervorragend. Ich wünschte mir, ich hätte Ihnen nicht vor der Kamera erzählt. Also Sie werden da jedes Jahr gekesselt, haben Sie ja gesagt. Ich möchte jetzt gar nichts mehr sagen. Also wir wurden hier schon gekesselt, aber das war immer Stop Airbase Rammstein. Okay. Ne? Das ist ja für alle. Okay, also ich kann da noch Glück haben, wenn sich das so... Sie haben noch Glück. Das geht noch vorneweg 2 Stunden. Okay, sehr gut. So, es sind wohl mehr wie erwartet hier. Oh Gott. Technik. Deutschland. Sehr gut. Und ja, was gibt es alles auf Telegram zu sehen? Ja, ich wäre wirklich gerne in der Ukraine. Beiden Seiten. Aber vielleicht werde ich auch erschossen. Ja? Das ist die andere Seite. Es ist eher immer diese Fragen. Ist die Demo schon vorbei? Gott. Da kommen mir ganz schön viele Demonstranten schon wieder entgegen. Es ist wohl irgendwo dann da hinten. Na, gucken wir mal, ob wir hier noch gekesselt werden. Entschuldigen Sie, ich bin YouTuber aus Leipzig, berichte hier für die Demo. Können Sie sagen, warum Sie schon gehen? Ja. Können Sie kurz was sagen, ja? Nee? Grundsätzlich nicht. Niemand? Niemand kann sagen, warum Sie jetzt schon gehen? Ich antworte keine Fragen. Okay, nicht mal einen das YouTuber. Wird, das wird oft verzerrt. Ja, ich bin ja live. Ja, das weiß ich
weiß ich ja nicht. Jetzt wissen Sie es. Kein Vertrauen. Können Sie vielleicht kurz sagen, warum die Leute jetzt schon von der Demo gehen? Moment. Haben Sie was gegen die Kamera? Was? Ob Sie Angst haben vor der Kamera? Ich habe keine Angst vor der Kamera. Sehr gut. Die tut mir nichts. So, jetzt sehen Sie, wie das funktioniert. Ah, okay. Sehr gut. Warum gehen die Leute jetzt schon? Das ist, also vorne ist die Durchsage gemacht worden, dass vorne es nicht weitergeht. Ja? Okay, warum geht es nicht mehr weiter? Das kann ich nicht sagen. Das ist nur eine Durchsage gewesen. Polizeisperre. Es ist auch keine offizielle Durchsage. Es hat sich so rumgesprochen. Ich weiß es also tatsächlich nicht. Okay, und deswegen sind die Leute jetzt ein bisschen enttäuscht und gehen halt schon wieder, oder? Ja, also mir persönlich war es dann irgendwann zu laut. Ja? Mhm. Ich habe also empfindliche Ohren. Ja. Und irgendwo muss man dann gucken, dass man auf seine eigene Psychohygiene, dass man darauf Acht gibt. Ja, man muss auch ab und zu mal an sich selber denken. Alles klar, gut, dann war es das schon von mir. Ja. Möchten Sie vielleicht noch was loswerden? Ich bin da jetzt leider nicht so spontan, nein. Okay, was erzählen Sie Ihren Kindern? Ich habe keine Kinder. Gut, was ist Ihnen persönlich wichtig in unserer Gesellschaft? Was mir persönlich wichtig ist in unserer Gesellschaft, ist das, das lässt sich jetzt in wenigen Worten nicht sagen. Okay. Ja, wir haben in der Gesellschaft ein Problem, das lässt sich auf die letzten 6000 Jahre lässt sich das schon zurückführen. Seitdem es die Menschen gibt? Nee, die Menschen gibt es schon seit 2 Millionen Jahren, hat vor etwa 6000 Jahren, das ist ein... ich weiß gar nicht, was der für eine Rolle hat. James DeMio, das ist die sogenannte Saharasia-These. Das Problem, was wir aktuell haben, hat etwa vor 6000 Jahren mit dem Austrocknen der Sahara hat das angefangen. Okay. Ja? Das heißt, wir leiden momentan immer noch unter den Nachwirkungen dieser damaligen Katastrophe. Das war mal urbares Land und wir wissen alle, jetzt ist es eine Wüste. Da hat dieses Problem seinen Ursprung. Und die gesamte Gesellschaft ist seitdem krank und das wissen die Leute nicht. Aber wir sind ja eigentlich weit entfernt von der Wüste hier in Deutschland. Ja, das ist ja auch schon ziemlich lange her. Okay. Ist zu hoch für mich jetzt, glaube ich. Aber danke, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben. Auf jeden Fall. Das muss erstmal bekannt werden und dass die Gesellschaft eigentlich erkrankt ist. Okay. Ja? Ja, das gebe ich gar keinen Zweifel. Nicht, ja? Nicht nur an Corona. Ja, ja. Der Psychiater Hans-Joachim Marz, der hat den Begriff der Normopathie geprägt. Mhm. Das bedeutet, dass Krankheit zur Norm geworden ist. Und deswegen merken die Leute das nicht. Ja. Die eigentlich Kranken leben in unserer Gesellschaft, ja. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank für Ihre Zeit, ne? Alles klar. YouTube-Kanal, ja? Wie bitte? Ach so, Weichreite. Einfach Weichreite. Genau, wie Reichweite, nur Weichreite. Weichreite. Alles Gute. So, gibt es auch noch tapfere Menschen. Oh Gott. YouTuber. Ja. Gehen und gehen immer mehr Leute. Das sieht mir nach Demo aus da vorne. Gut, wird ja so oder so noch Redebeiträge geben. Servus, hallo. Servus. Moment, ihr habt ja nichts gegen die Kamera, genau. Ich bin hier aus Leipzig, berichte halt viel über die Demo. Könnt ihr vielleicht kurz sagen, warum ihr heute hier seid?
Moment. So hört man es besser. Souveränität. Also für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung, Souveränität, habe ich das so richtig verstanden. Ja, genau. Und warum im Hasenkostüm? Ja, bekannt wurden wir als die Wuthasen, beziehungsweise waren die Nicht-Versuchskaninchen und sind für unsere Kinder eingetreten. Und jetzt wollen wir natürlich auch weiterhin für unsere Kinder, ja, für den Frieden auf die Straße. Okay, das ist vernünftig. Und hält wahr. Und es hält wahr. Das ist hält wahr, ja, stimmt, das glaube ich Ihnen, ja. Dass man hier alles nimmt, um nicht zu erfrieren. Die Muthasen, die keine Versuchskaninchen sehen möchten. Genau, ist auch sehr die gut. Kennen uns doch bestimmt, oder? Ja, ich habe euch schon mal gesehen, jetzt wo ihr es sagt. Ja. Genau, möchten die Muthasen noch was loswerden? Ja, pass auf unsere Kinder auf. Kämpf für unsere Kinder und pass auf unsere Kinder auf. Nicht nur für die Hasenkinder, und für alle Kinder. Genau. Jeden Montag in Bernkastel, 17 Uhr. Sehr gut. Moment. Und noch so. So, dann vielen Dank für eure Zeit. Die Muthasen. Ach, süß. Also du bleibst hier, ja. Ernst, es gibt nicht schon genug Ernst in der Welt. Chucky. So, hier stockt das Ganze dann wohl. Oh, sorry. Respekt ist.